Es ist der 20. Mai 2021. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und der ist nicht allein im Sendegarten. Heute ist dabei die liebe Vera. Guten Abend, Vera. Hallo. Und der liebe Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Ja, guten Abend zusammen. Auf die Sendegärtnerinnen Claudia und Lars müssen wir heute leider verzichten. Aber wir haben uns trotzdem also eine kräftige Stimme sozusagen in den Garten geholt. Und wir begrüßen ganz herzlich die Maike. Hallo, Maike. Ja, moin aus Hamburg. Jo, aus Hamburg. Und da spricht man ja doch ein deutliches Wort eigentlich, ne? Da kann man ja. Immer, total. Man kann davon mit Hannover ausgehen, können wir nicht ganz mithalten, aber ich glaube, man erkennt uns dann schon. Die reden ja ziemlich deutlich da, ne? Hannover habe ich gesagt. Hannover? So, ich habe Hannover verstanden. Da habe ich ein bisschen hamburgisch Tagesschau, Hamburg, Hannover. Ja. Hannover, ja. Ja gut, da wird ja das ganz gerade Deutsch gesprochen. Ich dachte eher ja, so. Ja genau, sagt man immer so. Da komme ich her. Also du bist ja, kommst ja, also, wir sagen es gleich dazu, du bist die Maike, die den Hafen-Podcast macht, Maike im Hafen. Und ich dachte immer, im Hafen würde auch ein ordentlich lautes Wort gesprochen, weil sonst versteht man ja gegen den starken Wind nichts. Das stimmt unbedingt, ja. Da muss man sich schon ein bisschen durchsetzen. Das kriege ich ganz gut hin. Ja, siehste. Und das machst du dann hier im Sendegarten jetzt auch, gegen uns zwei beiden, drei beiden hier. Ich hoffe, wir reden mehr miteinander als gegen. Dann freue ich mich. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, wir haben die Maike mal gefragt, ob sie uns auf der Gartenbank zu Gast sein möchte, würde. Weil, also wir kennen ja Podcasts aus verschiedenen, wie soll man sagen, Darreichungsformen, Anwendungsgebieten. Also wir haben ja schon einen Podcast gehört, wo Leute eine Lebenskrise verarbeitet haben, ne? Also angefangen haben, irgendwie ihre Sorgen dann da regelmäßig aufzusprechen und das einer anonymen Welt mitzuteilen. Oder so schwierige Sachen wie eine Trans, wie heißt denn das jetzt? Transition, genau. Also die Suche nach dem eigenen Ich, nach dem eigenen Geschlecht und auch den äußeren Umwandlungen und so weiter. Das haben wir ja auch alles schon auch im Podcast gehört. Und manche machen aber Podcast einfach nur, weil sie vielleicht über ihr Lieblingsthema der Welt was erzählen wollen. Also wir kennen ja. Und natürlich diejenigen, die Podcasts verkaufen und davon leben wollen. Aber das ist ja nicht so unser Schwerpunkt, obwohl natürlich alle, die sowas machen, hier auch gerne herzlich begrüßt sind. Aber die Maike hat etwas gemacht, du hast Podcast benutzt, um im Prinzip in einer, ja sagen wir mal, wirtschaftlichen Krise einfach mal andere Wege zu gehen. Genau, um quasi, ja, wenn die Leute nicht in den Hamburger Hafen kommen dürfen, das war letztes Jahr im März der Aufhänger oder der Startpunkt, da habe ich gedacht, dann bringe ich doch den Hafen zu den Leuten aufs Sofa oder wohin auch immer sie gerade sind auf die Ohren und versuche quasi meine Hafentouren ja multiplizierbar zu machen beziehungsweise virtuell gestalten zu können, sodass jeder dann gedanklich zumindest mitschippern kann. Ja, und das ist so eine tolle Idee, dass wir uns das unbedingt einfach mal anhören möchten. Und wir werden gleich auf der Gartenbank hoffentlich ganz viel darüber nachdenken. Wir sind nicht ganz alleine auf die Idee gekommen. Es gab eben auch Hörende, die gesagt haben, Mensch, die Maike, die müsstet ihr mal einladen. Wir haben auch eine relativ große Community im Raum Hamburg. Die seien herzlich gegrüßt mit Ahoi. Und ich denke, das passt heute einfach wie die berühmte Faust aufs Auge. Und ich freue mich richtig drauf. Aber wir müssen vorher noch mal ein bisschen Hausarbeit machen hier. Wir nennen das Hausmeisterei, denn wir haben relativ viele Zuschriften bekommen und sollten da wenigstens noch ganz kurz einmal drauf eingehen, nämlich auf die neue Ernte. So, und wir verteilen das jetzt mal so ein bisschen. Der Sebastian übernimmt mal den ersten und den zweiten Tweet, bitte. Genau, wir haben einen Tweet erhalten vom Daniel @ die Labertasche. Ich fand die Folge dahingehend großartig, weil einerseits mehr vom Team als nur Martin durch Fragen auf der Gartenbank glänzte und sich Thomas auch stärker als einige andere Gäste am Rest der Sendung beteiligte. Ach ja, und weil ich den Advi-Tweet gern höre, also den Thomas, deswegen auch.
Ja, ja. Dann kommen wir zum Tweet vom André @Kompott. Beim Witz mit dem Zyklopen und dem Augearzt fühle ich mich persönlich angesprochen. Da ich den gemacht habe, muss ich sagen, tut mir leid. Also ich habe natürlich niemanden im Auge, also ich habe niemanden im Auge gehabt. Jetzt komme ich, ich habe niemanden vor Augen, auch falsch. Also es sollte einfach nur ein Witz sein. Ja, also alle Menschen, die vielleicht Probleme mit einem oder beiden Augen haben, das sollte jetzt bitteschön keine dahingehende irgendwie Verunglimpfung sein. Nein, wir haben einfach über schlechte oder alte Dino-Witze gesprochen und dann kam das als Assoziation bei mir so an. Tut mir leid, dass ich da sozusagen jemanden getroffen habe. Wenn das so ist, ich weiß nicht, da ist jetzt kein Smiley dran, ob das eine witzige Rückmeldung war oder eine ernst gemeinte. Also bitte, André, bitte fühle ich jetzt nicht so getroffen. Ich hoffe, du kommst damit klar. Gut, dann haben wir zu den zwei Tweets noch zwei Kommentare auf unserer Webseite bekommen. Passiert ja auch relativ selten, dass da so Sachen eingehen, aber die sind relativ lang. Und der erste ist vom, ach, das sagt die Hera am besten selber. Genau, der erste ist von Dirk, nicht Prims und auch nicht der Dirk, der für Dirk Prims gehalten wurde. Super Name. Großartig. Das hast du schon mal sehr gut genommen, diese Klippe. jetzt kommt, glaube ich, ein Vertipper, aber ich korrigiere den einfach beim Lesen. Nee, zwei Vertipper. Egal. Ein gemischter Blumenstrauß für die fleißigen Gärtnerinnen und Gärtner. Erstmal eine verwelkte Blüte. In Folge 80, Hagebutzer, sprecht ihr unter anderem über das Podcast-Projekt Halbgar von Philipp. Das scheint wohl eingeschlafen zu sein. Jetzt eine Blüte in voller Pracht. Dafür hat Philipp jetzt Philipps Podcast-Pastete. Steht da noch ein Link. Konzept anders, aber vom Grundgedanken ähnlich. Philipp und sein Gast stellen abwechselnd mehr oder weniger sinnvolle Podcast-Konzepte vor, dann kurze Diskussionen darüber. Für euch ein Schatz ist da wohl die Episode Jörn Schaar, gepimpte journalistische Kanban-Gewürzregale, Minute 18:55. Das Beste. In der Episode mit Roddy, atheistische Nummernsender, schlägt Roddy einen Podcast Nummernsender vor. Damit sind wir bei einem Setzling, zahlensender.de. Das ist die Umsetzung von Nummernsender-Vorschlag von Roddy in Real. Moment. Zum Moment, jetzt ist hier gerade... In Real klingt erstmal komplett sinnlos, wenn man sich das anhört, aber es ist eine geniale Alternative zum Einschlafen-Podcast. Man hat kein schlechtes Gewissen, dass man die interessanten Geschichten von Tobi verschläft. Und zweiter Vorteil, man kann die Episoden beliebig oft anhören, ohne dass es langweilig wird. Schön wäre aber eine längere Episode, 30 oder 45 Minuten. Ganz herzlichen Dank dafür. Sowohl an dich, Vera, als auch den Dirk, der nicht Dirk Prims ist und auch nicht der Dirk, der für Dirk Prims gehalten wurde, für diese Hinweise. Hatten wir die Podcast-Pastete nicht schon mal erwähnt? Mir war so. Hatten wir schon erwähnt, ja. Na, hatten wir doch. In meiner ersten Folge, glaube ich, war das, hatte ich die. Ach so. Also ich weiß, dass ich drüber gesprochen habe. Eben, aber nicht über Jörn Schaas, wie war das? gepimpte journalistische Kanban-Gewürzregale. Das macht ja tatsächlich neugierig, was das so sein könnte. Hast du mal in den Zahlensender reingehört? Ich? Ja, ich habe in Folge 1 gehört und ich wusste ja schon, dass, also die Idee hatte ich mir schon in der Podcast-Pastete angehört und wusste ja schon ungefähr, worauf's, also was da so passiert. Ich habe es nicht zu Ende gehört, sagen wir es mal so. Also es ist interessant, ja. Ich habe einen Ausschnitt gehört, weil der in der Metaebene in der Freakshow, glaube ich, gespielt wurde. Ich habe es nicht begriffen. Also es werden halt Zahlen vorgelesen, ne? So wie früher im Langwellenempfänger, im Weltempfänger. Da wurden ja auch immer Zahlen vorgelesen. Das waren ja, glaube ich, irgendwelche verschlüsselten Botschaften für, was weiß ich, weltweit operierende Einheiten oder so. Und letztendlich habe ich da genau das Gleiche gehört, so ähnlich. Ne? Oder besteht das noch aus mehr? Nö. Ich bin mir auch gar nicht mehr sicher. Ich glaube auch, das war so grob die nicht die Idee dahinter, aber ich glaube da, deswegen kam die da drauf, ich weiß es nicht mehr. Einfach mal die Folge von der Podcast-Pastete anhören, dann
Das ist vielleicht die beste erklärt. Idee, genau. Podcast-Pastete, klein zusammen, ein Wort. Da kann man dann mal da reinhören. Ja, und ich meine, was macht man üblicherweise, wenn man nicht schlafen kann? Das ist natürlich richtig. Zählen. Ja, und das ist halt der Service. Du musst nicht selber zählen, sondern es zählt jemand anders für dich. Ist doch auch gut. Ja, sehr gut. Und die Links sind auch schon im Chat. Ach, super. Wer macht das denn heute, wenn der Lars das nicht macht? Jan. Ja, Jan. Ja, herzlich willkommen, Jan. Und du warst ein bisschen leise, wurde hier gesagt. Ja, kannst du noch ein bisschen an deinem Verstärker verstärken? Ich habe gerade gedreht, ja. Hört man mich jetzt besser? Okay. Also in meinen Ohren warst du schon gut zu hören. Muss das Publikum sagen. Gut, kommen wir zum zweiten Kommentar. Der ist von Sascha und richtet sich direkt an mich. Hallo Martin, schreibt Sascha. Falls du mehr über Schulen in Südafrika, auch mit Bäumen, erfahren willst, kann ich dir folgende Blütenschätze empfehlen. Ich nochmal eben eine Klammer gemacht. Wir haben ja ganz zum Schluss in der letzten Episode erwähnt, dass in Afrika also das Motiv Schule mit Bäumen verbunden ist. Jedenfalls ist das bei mir so angekommen. Ich habe das irgendwie mal erzählt bekommen. Und meine Vermutung war ja, weil eben der Baum der Schattenspender ist und man es nur so längere Zeit an einem Ort vernünftig aushält. Jedenfalls scheint das ja gar nicht so ganz falsch gewesen zu sein, sondern es gibt eben auch Quellen dazu und das ist der Hinweis von Sascha. Er weist drin, und ich lese mal weiter, Podcast als Überblick, insbesondere der zweite Teil, wo Schulen vorgestellt werden, die trotz aller Schwierigkeiten bei der Ausstattung mit Ressourcen sehr gute Metrics, also Abiturergebnisse erzielen. Dann kommt ein längerer Link, den man dann auf der Kommentarseite findet, den kann ich hier nicht vorlesen. Und es wird verwiesen auf Videos, wo die Schulen aus dem Podcast einzeln vorgestellt werden. Es gibt einen Überblick über alle diese Videos und dann gibt es noch eine Schule, wo ein Baum, der mal Klassenraum war, vorgestellt wird. Bei Vimeo kann man finden und dann noch ein Video mit Schülern, die unter einem Baum lernen. Das ist also genau das Motiv, was mir da vor Augen rumgeschwirrt war und ich bin froh, dass das jemand bestätigen kann und bedanke mich ganz herzlich dabei dafür beim Sascha. Danke dafür. So, und dann haben wir schon, ach, das ging ja doch schneller, als ich dachte. Das war so ein Text, war das so viel? Aber gut, gesprochen ist es dann doch etwas flotter. Na, das ist gut, dann kommen wir nämlich endlich auf die Gartenbank. So, und da begrüßen wir erstmal die Maike noch einmal. Maike im Hafen ist ihr Podcast-Angebot. Das klingt einfach wunderbar. Und ja, also du hast es gerade eingangs schon gesagt, deine Gäste können nicht zu dir kommen. Du machst also Hafenrundfahrten mit Gästen durch den Hamburger Hafen. Die können nicht zu dir kommen, also kommst du jetzt akustisch zu ihnen nach Hause. Ich versuche das zumindest, genau. Ja, warum machst du denn überhaupt Hafenrundfahrten? Das ist eine gute Frage. Ich habe ein bisschen zu viel Schnaps mit dem Hafenkapitän getrunken vor knapp 15 Jahren. Das ist ja mal eine schöne Erklärung. Es war wirklich eine Schnapsidee im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe eigentlich Wirtschaftsinformatik studiert und war 9 Jahre im IT-Vertrieb, also ganz eine andere Welt. Dokumentenmanagement, Workflow-Systeme, die ich verkauft habe an mittelständische und große Unternehmen. Und ich wusste aber schon immer, das funktioniert zwar ganz gut, aber es ist nicht meine Leidenschaft. Und es fehlte komplett der Part Begeisterung irgendwie für irgendwas zu empfinden, was in dieser Arbeit war. Also ich fand es immer toll mit Kunden, ich fand es toll bei Präsentationen oder auf Messen. Aber es war halt auch ganz viel Büroarbeit, es war ganz viel Kaltakquise, es war ganz viel lange Angebote schreiben und ja, sich mit technischen Problemen auseinandersetzen. Und das war eigentlich eher was, wo ich so gedacht habe, das begeistert mich jetzt nicht so richtig. Ja, aber wieso hast du das Studium denn begonnen? Ich meine, du hast sicherlich... Ich bin so reingeschlittert, weil bei den BWLern war gerade kein Platz mehr. Du hättest gerne BWL gemacht. Ja, ich wollte eigentlich BWL machen. Bei mir in der Familie sind alle Lehrer. Mama, Papa, Oma, Opa, Onkel, Tante, alle Lehrer. Dann hast du die Flucht, die haben sich auch alle an der Uni oder an der PH kennengelernt und eigentlich war klar, ich werde auch Lehrer. Ich habe auch meine Schulfreunde früher immer damit gequält, dass die Diktate schreiben mussten und dass ich wahnsinnig gern Schule zu Hause gespielt habe. Aber als es dann irgendwie dahin ging, ins echte Leben
dein Berufswunsch irgendwie so auszuloten. Da war das tatsächlich damals schon eher sowas in Richtung Reise. Und mein erstes Schulpraktikum habe ich im Reisebüro gemacht. Und das zweite, da bin ich mit dem Containerschiff nach Schottland gefahren von Rotterdam aus. Aber irgendwie habe ich das nicht gecheckt, dass das ja wohl irgendwas zu bedeuten hat, wenn ich mir das so aussuche. Und habe gedacht, nee, BWL studieren, dann hat man erstmal sowas Solides. Ich muss nochmal eben Entschuldigung, ich bin kein so, egal. Du machst ein Schulpraktikum auf einem Containerschiff. Was zum Geier macht man denn da? Mit dem bin ich nur in die Reederei nach Schottland gefahren. Also ich hatte meinen Onkel gefragt, also aus der anderen Familienhälfte, da sind ein paar mehr verschiedene Berufe vertreten. Und da habe ich einen Onkel, der in Hamburg bei einer Reederei tätig war. Und den hatte ich gefragt, ob ich nicht in Hamburg in der Firma mal Ostern 2 Wochen Praktikum machen kann. Und da hat er gesagt, ja, kannst du machen, aber wir haben eine Partnerreederei in Schottland. Und wenn du Bock hast, dann fahre ich dich nach Rotterdam und setze dich da auf den Frachter. Und dann kannst du mit dem Frachter direkt nach Schottland fahren zu der Reederei in den Hafen. Und kannst da auch bei dem Chef mit wohnen in der Familie. Die betüdeln dich damit und zeigen dir alles. Und dann fährst du nach 2 Wochen wieder mit dem Schiff zurück nach Rotterdam und von da wieder nach Hamburg. Jo. Also nicht Deckschruppen oder so, das braucht das schon. Nee, ah. Das war ja, tatsächlich, auf dem Schiff war absoluter Urlaub und Verwöhnprogramm der Küchenchef da, der hat gezaubert und ich konnte einfach ganz viel auf die Nordsee gucken und das Meer genießen. Das war fantastisch. Okay, und von dem Schulpraktikum, was hast du da mitgenommen, so als Impuls? Da habe ich dass du Reise-BWL machen willst oder so. Ja, tatsächlich ist das danach gar nicht so präsent gewesen, sondern irgendwie verloren gegangen. Ich hatte schon so ein bisschen das Thema Logistik für mich rausgeguckt und gesagt, das ist finde ich spannend, wie funktioniert eigentlich die Weltwirtschaft, wie werden Waren transportiert und hatte auch so ein bisschen Bewerbungen tatsächlich mal geschrieben und hatte auch mal ein Bewerbungsgespräch in Mannheim war das, glaube ich, bei irgendeiner Reederei. Also man glaubt es ja gar nicht, dass man in Mannheim auch bei einer Reederei irgendwie tätig werden kann. Aber haben die da Wasser? Auch das war damals irgendwie eine Idee und ich bin zum Bewerbungsgespräch da aus Nordfriesland dahin. Aber ja, das ist irgendwie alles versickert und dann wusste ich nicht so richtig nach dem Abi, was ich jetzt eigentlich will und da war BWL eine Idee, dann gab es aber Studienplätze von der ZVS, damals nur in Essen und Göttingen und da habe ich gedacht, boah, das ist so weit im Süden alles, das geht nicht. Genau. So als Nordfriesin, ja genau, das ist ja über die Norderelbe rüber und das war verdammt weit weg gedanklich und dann habe ich gedacht, oh, Kiel ist eigentlich schon auch ganz schön, so. Von der Nordseeküste an die Ostseeküste rüber, die Reise reichte mir erstmal. Und durch den Kanal, genau. Genau, dann habe ich halt in Kiel angefangen, da ging das aber mit BWL, das ist eine lange Geschichte, da gab es noch ein bisschen hin und her. Auf jeden Fall hatte ich final einen Ausbildungsplatz mit Studium zum Thema Betriebswirtschaft von einem Unternehmen angeboten gekriegt, an der Wirtschaftsakademie. Und dann waren dummerweise die Klassen bei den BWLern schon voll und es hieß, aber wir hätten noch einen Platz bei den Wirtschaftsinformatikern. Wollen Sie vielleicht das machen? Okay. Und so bin ich in die Informatik geschlittert. Und ja, es hat halt funktioniert und ich habe eine gewisse mathematische Ader, aber so wirklich dann die komplette Begeisterung, die ist da leider verloren gegangen. Aber so vorher mit Computern irgendwie zu tun gehabt, so mehr als man ja, vielleicht so in der Schule so mitbekommen hat? Ja, so ein bisschen selber irgendwie ein bisschen programmiert tatsächlich mal und irgendwie, ja. Ich war ein Schuljahr in Amerika und da hatte ich auch so einen Computerkurs und da haben wir ein bisschen grafisch mit den Möglichkeiten, die so in den späten 80ern da waren, mit Pixeln irgendwie rumgespielt, aber das war schon ja, jetzt nicht irgendwelche High-End-Programmierung, die ich da gemacht habe. Das war schon sehr, sehr basic. Aber du hast nicht Schiffe versenken programmiert, ne? Oder? Was denn? Schiffe versenken programmiert? Das nicht. Aber gespielt mit Leidenschaft. Klar. Nee, und um dann das nochmal zum Ende zu bringen, wie bin ich dann aus der IT? Also ich bin dann halt irgendwie in die IT geschlittert und habe da funktioniert und habe da Vertriebsjob gemacht, immer mal wieder den Job gewechselt, die Firma gewechselt, weil ich dachte, oh, so richtig ist es das hier nicht, vielleicht ist es bei einer anderen Firma besser, das wurde aber nicht besser und ich war wirklich unglücklich und dann habe ich irgendwann im Fernsehen eine Talkshow gesehen bei Betrifft im WDR, also Bettina Böttinger und die hatte eine Frau zu Gast, eine Berufsfinderin,
Ja, die Uta Glaubitz, und die hat eine Protagonistin mitgebracht, die sie beraten hat, den richtigen Beruf zu finden. Und diese Frau, die war vorher Krankenschwester und die wollte Kapitän auf einem Riesenschiff werden. Und ich habe gedacht, boah, sowas geht, ist ja Wahnsinn. Also ich hatte überhaupt nie den Gedanken, dass überhaupt man so krasse Wechsel machen kann. Und habe dann angefangen, für mich selber auch zu überlegen, Mensch, eigentlich, wenn diese Krankenschwester das schafft, Kapitän zu werden, dann kann ich auch ganz was anderes machen. Und bin auch mal zu so einer Berufsfindung da gegangen und da kam raus, dass ich unbedingt mehr mit Menschen machen muss und ja, dass vielleicht auch das Thema Tourismus in mir schlummert und ich da noch viel mehr Potenzial wecken kann und viel mehr Gutes machen kann. Und ja, das war so der Aufhänger zu sagen, ach, dann studiere ich doch erstmal Tourismus-BWL nebenbei als Fernstudium. Weil so richtig habe ich mich nicht getraut. Die Lebensumstände passten auch nicht so richtig. War Alleinverdiener zu dem Zeitpunkt, frisch verheiratet. Mein Mann hat noch studiert und dann will man ja auch, dass der fertig wird und jetzt nicht irgendwie alles über den Haufen werfen und so. Und ja, dann just als dieses Fernstudium fertig war, hatte ich ein Beratungsprojekt bei einem Kreuzfahrtunternehmen in Hamburg und die haben gesagt, Mensch, wäre das nicht was? Oder ich habe gesagt, ich kann sie jetzt noch viel besser beraten, weil ich jetzt gerade Tourismus-BWL fertig studiert habe. Und mein Chef wusste da nichts von. Dem hatte ich nichts davon erzählt, von diesem Fernstudium, weil ich ja selbst noch gar nicht so richtig wusste, was ich damit soll. Und der hat mich direkt vor die Tür gesetzt. Und glücklicherweise, muss ich sagen, hatte ich ein paar Monate vorher auf unserer Firmenweihnachtsfeier, die im Hamburger Hafen stattfand, mit einem Kapitän, der unsere Tour damals geführt hat, ein bisschen viel Schnaps getrunken, weil ich recht unglücklich mit meinem Job war. Und der hat gesagt, oh Mensch, hier, wir haben da gerade so eine tolle Idee, aber wir wissen gar nicht, wer das umsetzen kann. Und ich habe gesagt, oh Mensch, ich habe hier gerade dieses Fernstudium fertig, aber ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Und das war wirklich so ein Klick im Kopf-Moment, wo ich gedacht habe, Wahnsinn, genau das könnte mein Ding sein, dies mit den Hafentouren. Und erst dachte ich, mache ich das nur so ein bisschen nebenbei und gucke mir das mal an und schnupper da rein. Aber mit dieser Kündigung, die dann im März des Folgejahres kam, hatte ich dann den, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, Tritt meines Lebens zu sagen, jetzt oder nie, jetzt probiere ich es aus und guck mal, ob das nicht was wäre. Ich habe jetzt auch zur Vorbereitung die ersten zwei Episoden aus deinem Podcast gehört, wo du auch genau diese persönliche Geschichte ein bisschen darstellst. Und gerade an der Stelle, wo du gesagt hast, ich habe das meinem Chef erzählt, dass ich eben nebenbei BWL studiere oder Tourismus-BWL, genau, studiere. Da hat er gesagt, ja, dann, das war dann sozusagen der letzte Tag, den wir gemeinsam hier verbracht haben. Da hat sich also an die Sonne gesetzt. Genau. Ich fand das ziemlich krass, statt zu sagen, definitiv krass. Ich habe Mitarbeiter, die brennen für irgendwas, die wollen sich weiterentwickeln, das ist ja total super. Sagt er genau das Gegenteil und sagt, hier, du verschwendest deine Zeit für andere Projekte, das wollen wir nicht mehr haben. Hast du das damals verstanden? Verstehst du das heute, diese Reaktion? Es war, glaube ich, eine Kombination aus mehreren Sachen, dass es eine Gelegenheit war, ja, mir einen Grund zu geben, mich vor die Tür zu setzen. Aha. Ich würde schon sagen, dass ich gut funktioniert habe in meinem Job. Die Kunden waren zufrieden, ja. Ich habe meine Ziele erreicht, es hat alles gepasst. Aber wahrscheinlich hat er auch gemerkt, dass ich nicht mit der Leidenschaft dabei war, wie er sich's gewünscht hätte. So. Und es, ja, ist ja eigentlich kein Grund, jemanden zu kündigen, nur weil der sich persönlich fortbildet. Aber er hat schon auch gesagt, dass das ein Vertrauensmissbrauch war oder eine Vertrauensverletzung, dass ich das nicht gesagt habe, dass ich das mache. Und hat eben gedacht, dass ich da in eine komplett andere Richtung abwandere, was ja auch richtig war. Und im Hinterkopf habe ich ja immer eine andere Richtung gesucht, aber ich wusste am Anfang ja überhaupt nicht, welche Richtung ich suche. Und ich hatte dieses Beratungsprojekt beim Kreuzfahrtunternehmen, das war schon toll. Da habe ich immer die ganzen Monate, als ich da ein- und ausgegangen bin, habe ich so ein Konzept für die geschrieben und habe immer gedacht, Chef von diesem ganzen Laden, das wäre es eigentlich. So. Ach so, ja, Kreuzfahrt-Reederei-Manager, das wäre adäquat. War ein bisschen schwierig, das umzusetzen. So. Aber man darf ja auch mal träumen und man darf ja auch mal groß denken. Und, ja, man muss doch träumen. Genau. Nein, man sollte, man muss natürlich gar nichts, man muss sterben und aufs Klo, mehr nicht. Man sollte vielleicht träumen, das ist richtig.
Und das ist natürlich schön, wenn man dann irgendwo was findet, wo man sagt, das interessiert mich einfach oder da merke ich, da ist irgendwas in mir entzündet und irgendwas geweckt und ich kann mich so begeistern für Sachen und kann sagen, das bleibt einfach alles automatisch im Kopf, da muss ich mich nicht quälen, wenn ich irgendwas lese und versuche Informationen zusammenzukriegen und ja, die Begeisterung nimmt überhand sozusagen und übernimmt die Führung und da hält man dann auch eine ganze Menge aus und ist auch bereit, viel auszuprobieren, wenn man merkt, dass man das richtige Thema zu fassen hat für sich. Aber du hast es gerade kurz erwähnt, du warst damals Alleinverdienerin, hast sozusagen und dann auch vor die Tür gesetzt zu werden, ich habe eine Trennung unterschlagen. Also von dem hatte ich mich dann just zum Ende dieses Fernstudiums sind unsere Wege in unterschiedliche Richtungen weitergegangen und dann war ich tatsächlich nur noch für mich selbst verantwortlich und habe gedacht, jetzt oder nie die Gelegenheit kommt so wahrscheinlich nicht wieder. Und wenn man alleine nur für sich quasi verantwortlich ist, dann ist es auch leichter, den Lebensstandard runterzuschrauben und zu sagen, ich weiß ja, wofür ich das alles mache und wofür ich auf irgendwas anderes verzichte. Und bin auch mal bereit, einen ganzen Winter, das war am Anfang gar nicht so einfach, so den ersten Winter, da sind natürlich nicht so viele Hafentouren und vor allem nicht, wenn man Newcomer ist, dann zu sagen, ich gehe zu einem Juwelier ins Weihnachtsgeschäft, in so ein Einkaufszentrum und versucht den Leuten da die schönste Halskette mit auszusuchen, die noch schnell ein Weihnachtsgeschenk brauchen oder so. Mhm. Oder hab gekellnert tatsächlich auch wieder. Und das war in der Familie gar nicht so einfach, weil mein Vater immer gesagt hat, das kann doch nicht angehen, hier meine Tochter mit 2 abgeschlossenen Studiengängen und dann geht die kellnern und stellt sich da für 10 € in so ein Einkaufszentrum im Weihnachtsgeschäft. Wo ich aber immer versucht habe, ihm zu erklären, ich brauche den Kopf frei für meine Selbstständigkeit und für alles, was ich da plane und was ich mir ausdenke und wo ich hin will und zu gucken, wie konzeptioniere ich das, dass ich nicht so viel Energie in so einen Nebenjob stecken wollte, sondern der musste halt mir mein Butter und Brot irgendwie finanzieren. Und das hat tatsächlich so gut funktioniert, dass ich das auch nur den ersten Winter machen musste. Und nach dem guten Dreivierteljahr, knappen Jahr konnte ich, also seitdem konnte ich absolut nur von meinen Hafentouren leben und das ist jetzt 14 Jahre her. Also ich bis Corona kam. Ja, natürlich. Aber ich möchte da gerne nochmal einhaken, weil mich solche Brüche in der Biografie immer so total faszinieren, wenn Menschen dann einfach so aus so Bahnen, die ihnen so gegeben sind, irgendwie ausbrechen und sagen, ich mache jetzt mal was anderes. Das manchmal kommt das ja von außen, so ein Impuls bei dir wahrscheinlich jetzt auch so ein bisschen durch die Kündigung da, die du ja Ja, also der Gedanke kam definitiv schon vorher. Entschuldige, ich unterbreche. Nö, gar nicht. Ach, warum soll es mir besser gehen als unseren Gästen, als dir? Du hast doch, in dem Moment hast du total an dich geglaubt und an deine Idee. Ne? Was hat dir die Zuversicht gegeben? Was hat dir die Kraft da gegeben? Das war nicht von der ersten Minute an so, dass ich diese Zuversicht hatte. Also erstmal die Kündigung selber, die war schon sehr schmerzhaft und das war wirklich so ein Tritt in die Magengrube. Und das, selbst wenn man den Job nicht so gerne mag, habe ich das als persönliche Niederlage empfunden und habe gedacht, das kann doch jetzt nicht angehen, dass die mich vor die Tür setzen. Ich habe doch alles erfüllt an Voraussetzungen, an Quoten, an Forderungen. So, ich war zwar vielleicht nicht mit ganz so viel Drive dabei und nicht mit ganz so viel Herzblut, aber ich habe gut funktioniert in dem Job, würde ich schon behaupten. Ja, Aber ja gut, dann ist es natürlich erstmal, tut es weh, wenn man gekündigt wird. Und vor allem, wenn es heißt, kannst direkt deine Sachen packen und brauchst morgen nicht wiederzukommen, kriegst noch einen Monat lang dein Geld, aber den großen Termin, den du da gerade für die Präsentation von morgen vorbereitest, den lass mal jetzt den Kollegen alleine übernehmen. So. Und das war schon ein ganz schöner Schlag. Aber dann habe ich tatsächlich die Wochen danach dann überlegt, jetzt mache ich es ganz oder gar nicht. Das heißt, ich besinne mich auf das, was ich eigentlich kann. Und ich bin schon immer jemand gewesen, der sich gern auf neue Situationen einlässt und neue Sachen ausprobiert, der auch gerne mal gegen die Wand läuft oder mal hinfällt und dann hinterher merkt, ja, Schiede, hätte es mal ein bisschen mehr nachgedacht, dann wäre vielleicht das ein oder andere noch anders gekommen oder vielleicht ein bisschen besser gegangen. Aber ich probiere lieber aus, als dass ich dann zu viel plane und zu viel mehr Gedanken mache. Also gut, manche Leute, die mich kennen, würden wahrscheinlich auch sagen, ich mache mir immer noch bei manchen Dingen zu viel Gedanken. Aber das sind dann wieder andere Sachen als die, wo ich einfach
drauf losrenne und sage, ich probiere es jetzt aus und guck einfach mal. Und ich habe eine gute Basis. Ich habe 9 Jahre im Vertrieb gearbeitet. Das heißt, ich habe keine Angst vor Menschen. Ich habe keine Angst vor Hierarchien. Ich habe keine Sorge mit irgendwelchen Chefs von irgendwas. So. Also ich kann sagen, was ich möchte und was ich mag und in welche Richtung das gehen soll. Und ich habe ein gutes, solides kaufmännisches Fundament. Also die kaufmännische Ausbildung, die war sicherlich auch ein Pluspunkt für dieses ganze Thema Selbstständigkeit. Und dann muss ich dazu sagen, hatte ich auch schon 2 gescheiterte Selbstständigkeiten von vorher, denn ich hatte, oder nicht gescheitert, eine aufgegeben und eine gescheiterte, so rum kann man es vielleicht sagen. Ich hatte direkt nach meiner Ausbildung, meinem Studium, eine Dozententätigkeit, habe quasi Leuten Word- und PC-Schulungen und Excel-Schulungen damals gegeben. Das war noch mit Windows 3.11 haben wir angefangen, Basics, und da bin ich hier für eine große Firma von Standort zu Standort und habe da Leuten das beigebracht, 1 Jahr lang. Immer alle 2 Wochen hatte ich 8 neue Leute vor mir sitzen und konnte denen quasi die Grundlagen erklären. Ich habe ja so ein Lehrergen in mir, da kann ich ja gar nicht von ab und das kann ich auch gar nicht verdrängen, das kommt immer wieder durch. Und das ist natürlich auch was mir in diesen Hafentouren zugute kommt, dass ich gern vor Leuten rede und gern Sachen erkläre und gern mal forsche und hinterfrage, wie irgendwas funktioniert. Und die zweite, aber das habe ich dann nach 1 Jahr wieder aufgegeben, weil ich gedacht habe, dann rutsche ich da so auf ewig in diese Lehrerschiene rein, das will ich nicht. Also das wollte ich partout nicht, auch wenn es mir Spaß gemacht hat, was ich zugebe. Aber ich wollte einfach mehr und ich wollte mehr Abwechslung und wollte mehr Sachen ausprobieren können und nicht so dieses doch recht gesicherte Leben, das ich von zu Hause kannte und das ich von meinen Eltern kannte. Und dann die zweite Selbstständigkeit, die habe ich im Laufe meiner IT-Karriere, habe ich irgendwann mal versucht, mit einer Kollegin zusammen ein Beratungsunternehmen aufzumachen. Und das ist aber ziemlich gescheitert, weil so eine 2-Jahr-Gründung ist auch immer schwer, wenn die beiden Menschen, die daran teilhaben, sehr unterschiedliche Hintergründe haben. Also wenn einer quasi Geld verdienen muss, um Geld zu verdienen und davon zu leben, und der andere ein Hobby sucht und eine Betätigung sucht. So. Das passte nicht so gut zusammen. Das haben wir dann relativ schnell wieder eingestellt und dann bin ich eben doch wieder in den Vertrieb zurückgerutscht. Und mit diesen Erfahrungen aus diesen beiden Selbstständigkeiten hatte ich, glaube ich, eine ganz gute Grundlage, wo ich gesagt habe, das jetzt mit dem Hafen, das probiere ich einfach aus. Ich habe alles an Handwerkszeug dafür. Und wenn es halt nicht funktioniert, mein Notfall-Fallback-Plan hätte immer noch wieder die IT sein können. Heute wird das nicht mehr gehen, weil ich komplett raus bin aus dem Thema. Aber so nach dem ersten Jahr oder fürs erste Jahr hatte ich gedacht, da komme ich im Vertrieb IT-mäßig immer wieder unter. Okay, ja. Also ja, das gibt ja natürlich schon, also das hatte damals so ein bisschen so eine Rückendeckung gegeben. Ich probiere mal was aus und ich habe immer noch so ein Netz, was mich dann zur Not noch aufhängt. Also der Bedarf an IT-Beraterinnen, der war ja damals sicherlich noch größer als heute, weil das noch alles ganz, ganz frisch war. Und da dann wieder reinzukommen, kann ich mir gut vorstellen. Ja, da hatte ich ein ganz gutes Netzwerk auch so, das hatte auch Angebote für Jobs und habe aber immer gedacht, nee, ich will jetzt aber auch mir selber beweisen, dass ich dieses andere machen kann und schaffen kann. Und eigentlich, wenn man so von außen guckt, wirkt es ja total absurd. Jemand ohne Hafenhintergrund, ohne Hafenfamilie, ohne Kontakte will im Hamburger Hafen in eines der ältesten und traditionellsten Gewerke da irgendwie rein durchstarten da und sich seine eigene Selbstständigkeit aufbauen. Aber ich muss heute sagen, ich gucke erstaunt zurück und sage, ja, hat irgendwie hingehauen, so. Ja, es ist ja auch ein kleines bisschen verwunderlich. Ne? Also du hast in dieser Selbstbeschreibung so mehrmals gesagt, ich habe dann gelernt, die haben gar nicht auf mich gewartet. Die hatten sie nicht. Da musste ich auch ein paar Mal sehr lachen. Und ich hatte vor gar nicht so langer Zeit einen Bericht gesehen über Helgoland und die Börteboote, die da die Touristen an Land holen und wieder zurück. Und das, also man darf halt nur Börteboot fahren, wenn man da auch tatsächlich Kapitän ist, irgendwie zugelassener Kapitän an Helgoland. Also das ist alles sehr reglementiert und ich könnte mir vorstellen, das ist in Hamburg auch nicht anders. Da kann man nicht einfach so sagen, ach, ich lasse jetzt hier ein Schiff zu Wasser und fahre Touristen durch die Gegend. Nee, da brauchst du doch wahrscheinlich eine Lizenz oder
gibt es vielleicht sogar. Ja, man muss natürlich, wenn man selber schippern will, muss man ein Patent haben, ein Hafenpatent und die Zulassung, auch Gäste transportieren zu können, zu dürfen. Das habe ich alles nicht und ich habe auch kein eigenes Schiff. Ich werde häufig gefragt oder es wird häufig gesagt so, ah, dann bist du ja Kapitän. So, dann sage ich immer, nee, auf gar keinen Fall. Also die Kapitäne, die haben wirklich da einen sehr verantwortungsvollen Job und kümmern sich um die Schiffe. Und die Schiffe gehören meistens zu Reedereien oder sie gehören halt einzelnen Schiffseignern, die häufig auch selber die Schiffsführer sind dann. Aber ich bin nur der Schnacker auf den Schiffen. Also ich chartere Schiffe und ich mag gern schnacken und deshalb bin ich der Schnacker und die Schipper mögen gern schippern und deshalb können die das Schippern auch übernehmen. Aber du bist schon die Veranstalterin. Also genau, die, genau. Du sagst, also die Charterin. Ich habe immer Schwierigkeiten damit, das in einem Wort zusammenzufassen, was ich eigentlich mache. Also ich bin Veranstalterin, ich bin Organisatorin, ich baue Programme zusammen, ich charter Busse, ich moderiere auch Bustouren und hole die Gäste von sonst woher oder mache mit denen auch eine Stadtrundfahrt, wenn sie es möchten, oder gehen mit denen auf die Elbphilharmonie und erkläre die. Aber ich mit großer Leidenschaft chartere ich Schiffe und mach den Schnacker auf dem Schiff und erklär den Leuten, wie der Hamburger Hafen funktioniert und was es Neues gibt in Sachen Stadtentwicklung, was es Spannendes an weltweiten Wirtschaftszusammenhängen, Logistik im Hafen gibt und auch immer so ein bisschen Hintergrund, wie funktioniert das eigentlich auf diesen Schiffen und wie ist das Leben so an der Hafenkante? Ja. Okay, also ich verstehe, dein Hauptziel ist, den Leuten was zu erzählen, dein Lehrergehen da auszuleben, auch ohne Lehrerin zu sein. Und der Rest, also die Organisation von Bussen und Terminen und so weiter, das ist also ein Mittel zum Zweck mehr oder weniger, damit du auch Publikum hast, dem du was erzählen kannst. Genau, richtig. Also das, ich bin Einzelkämpferin. Ich habe immer mal überlegt, nehme ich mir Leute dazu und baue ich es aus und setze ich jemanden ins Büro und sowas. Und ich habe einfach für mich festgestellt, ich habe gern selbst die Kontrolle und ich liebe es selber, die Moderation zu machen. Und manchmal, ich hatte schon mal Leute hier im Büro sitzen und das hat aber nicht immer so funktioniert, weil irgendwie habe ich eigentlich nur einen Klon von mir gesucht. Und wenn es dann wirklich jemand war, der dem Klon gefährlich nahe kam, dann war das auch jemand, der meinen Job wollte und dann sich das quasi abgucken wollte. Und das war mir dann auch wieder irgendwie nicht so ganz geheuer. Und am Ende habe ich gesagt, also Geld ist nicht mein Motivator, habe ich für mich festgestellt. Das war in der IT-Welt vor allem natürlich auch eine große Erkenntnis, zu sagen, kannst mir mehr Geld geben, aber ich mag diesen Job einfach nicht. Schmerzensgeld. Ja, es war wirklich so, dass ich immer gedacht habe, und dafür muss ich mich morgens aus dem Bett quälen und bin abends völlig fertig und weiß eigentlich gar nicht, das kann doch jetzt hier nicht der Sinn meines Lebens sein. Ich dachte immer, da muss es noch was anderes geben und das war doch auch so eine Frage von der Berufsfinderin, ne? Was genau, bringt dich morgens aus dem Bett? Ja. Wofür stehst du morgens voller super Begeisterung Frage. Auf? Ne? So, super. Das fand ich auch total nicht, toll. Ich traue mich gar nicht, sie mir wirklich zu stellen. Ne? Ja, es gibt ja durchaus Tage, an denen man mit Begeisterung und gerne morgens ganz früh aufsteht und sich den Wecker stellt. So was weiß ich, wenn man in Ferien fährt, ne? Oder irgendwas Tolles vorhat oder so, irgendwas, wo man wirklich mit Leidenschaft dabei ist. Ja, passiert das sogar an Arbeitstagen, gar keine Frage. Ja. Nein, so schön ist gar nicht, aber ja, das ist eine interessante Frage auf jeden Fall. Bitte. Ich fand auch ich will gar nicht stören. Ich will zuhören. Eine tolle Frage, die mir da gestellt wurde, war auch die, wessen Job hättest du eigentlich gerne, wenn es egal wäre, was du machen müsstest, um da hinzukommen? Also wenn man sich einfach irgendeinen auspicken könnte und sagen könnte, welchen Job hätte ich gerne? Und ich habe damals, das war noch Anfang 2003 war ich, glaube ich, ja 2002 war ich, 2002, 2003 bei dieser Berufsfinderin und ich habe damals gesagt, ich möchte den Job von der Expo-Chefin. Da war gerade vorher die Expo in Hannover gewesen, die Weltausstellung und ich hatte gedacht, so wenn man davon der Chef ist, dann hat man mit ganz vielen Ländern zu tun, mit ganz vielen Leuten, muss sich ganz viel um Logistik, um Organisation kümmern, muss aber auch nach draußen irgendwie kommunizieren und muss ganz viel, ja, hat einfach ein unglaublich bewegtes und bewegendes Leben und das wollte ich auch. Also das war so der Kontrastpunkt zu meinem IT-Dasein. Okay. Dass ich dachte, irgendwie in so eine Richtung,
träumig. Ne? Nicht, dass ich jetzt wirklich auch dann alle Verantwortungen von dieser Expo-Chefin hätte haben wollen, um genau, Gottes Willen, und Gedanke. Alle Verflechtungen und Lobbygeschichten und frag mich nicht, das, Termine, das habe ich alles nicht und im so Hinterkopf. Und Ärger. Nee, genau, das wollte ich natürlich nicht. Und das ist natürlich bei jedem Job, aber gibt es ja irgendwie Punkte, die jetzt nicht so die Lieblingstätigkeiten sind, aber wenn man so die überwiegende Zeit mit Sachen verbringen darf, die man wirklich wahnsinnig gern tut und auf die man sich freut, so, dann hat man schon eine Menge richtig gemacht in der Berufswahl, würde ich sagen. So eine Expo-Chefin, ich meine, bei so einem Riesenereignis ist ja wahrscheinlich nicht in erster Linie die Aufgabe, das jetzt einmal kaufmännisch und kalkulatorisch alles hinzukriegen. Da gibt es ja dann mehr oder weniger die untergeordneten Einheiten. Ich glaube, so als Chefin hast du ganz viel so für Stimmung zu sorgen und Begeisterung und dass die Leute am Ball bleiben und sie wissen, wofür sie was tun. Kannst du Menschen begeistern? Hast du das auch so drin in deinem Lehrergehen? Ich würde sagen, ja, doch. Ich glaube schon, dass man, wenn ich für irgendwas begeistert bin, dass ich dann sehr gut Leute mitreißen kann und die auch für ein Thema motivieren kann und meine Begeisterung überschwappt dann zu dem anderen. Also die Rückmeldung kriege ich von meinen Gästen, das finde ich sehr schön und das ist natürlich was, wo man wirklich ganz dankbar auch am Ende, das ist wie bei so Schauspielern auf der Bühne, wenn die Gäste am Ende glücklich und zufrieden sind und einen anstrahlen und sagen, boah, vielen Dank für den schönen Tag und dann gibt's noch ein bisschen Applaus und dann verlassen die das Boot mit einem Lächeln im Gesicht, das ist das Allerschönste, finde ich. Das ist wirklich ein ganz toller Moment. Ja, weil du ihnen was geschenkt hast, dann also ein Erlebnis, ein Eindruck. Aber weil du vorhin gesagt hattest, du wolltest gerne Chefin eines Tourismusunternehmens werden, dabei, wo war das, bei Ballin? Bei einer Kreuzfahrträderei. Wo der Ballin vorne im Eingangsbereich stand. So, genau, deswegen komme ich auf Ballin. Genau. Das ist hier mein Stichwort. Jetzt wusste ich gerade nicht mehr, warum ich mir das aufgeschrieben hatte. Der Ballin gilt ja als der Erfinder der Kreuzfahrten. Also genau. Ganz grob gesagt, ne? Die großen Amerika-Liner, die fuhren ja bei schlechtem Wetter im Winter nicht. Über den Atlantik und dann hat man gesagt, dann oh, lassen wir die doch im Kreis fahren und sitzen da Leute drauf. Ins Mittelmeer, genau. Genau. Und damit ist irgendwie die Kreuzfahrt entstanden und heute wissen wir ja hier unsere Mein Schiff und TUI und was weiß ich. Also das ist ja ein unglaublicher Erfolgsmarkt geworden sozusagen. Das ist ein Riesengewerbe geworden tatsächlich, ja. Aber ich bin ganz froh, dass ich da nicht mit drin hänge so irgendwie, weil das ist mir inzwischen doch auch ein bisschen suspekt geworden mit diesen immer riesiger werdenden Schiffen und sowas. Da bin ich ganz froh, dass ich auf den kleinen Barkassen mir das alles so mehr unten von der Elbe aus angucken kann und ich mag die kleinen Schiffe und ich mag die, wo man auch wirklich noch ein bisschen merkt, dass man auf dem Wasser unterwegs ist und mal ein bisschen mit durch die Gegend geschunkelt wird, genau. Also gut, das war so eine Idee. Ich werde hier Präsidentin, also entweder Expo-Chefin oder Kreuzfahrt-Chefin. Also Chefin sein, das war schon entschieden, also klares Ziel. Mein sozusagen. Eigenes, tatsächlich ja, mein eigener Chef, mein eigener Herr, meine eigene Frau, wie auch immer, zu sein und selber bestimmen zu können. Das ist schon tatsächlich was sich ziemlich durchzieht, auch in meiner Biografie, in meinem Leben. So, dass ich mochte mich noch nie so gerne unterordnen. Ja, das ist also auch, so gerne auch noch so eine Frage, genau. Wie funktioniert das eigentlich, die Einordnung in ein größeres Gefüge? Manche genau, das im halt Team so gar funktioniert es ganz gut, aber tatsächlich so mit Leuten, die mir was sagen möchten, gerate ich dann auch manchmal aneinander. Also ich glaube, ich habe schon eine manchmal dann auch bestimmende Art, wenn ich was will und so möchte ich das dann haben und auf der anderen Seite kann man sich aber eben auch, denke ich schon, auch darauf verlassen, dass das, was ich sage, ich das dann auch so mache. Ja, daran habe ich jetzt, nachdem, wie du dich jetzt hier in den ersten Minuten dargestellt hast, überhaupt keinen Zweifel. Und wir machen mal einen kleinen Sprung ins Jahr 2014. Du bist Vorbildunternehmerin. Also das ist ja jetzt, ne? Erstmal nicht nichts, sondern herzlichen Glückwunsch zu dieser Aussage. Dankeschön. Super. Wie kommt es dazu, um jetzt einen kleinen Vorgriff zu machen? Wir kommen gleich zu den Barkassen zurück, aber gerne. Vorbildunternehmerin ist natürlich ein total toller Titel, aber das ist spannend, wenn man dann eine Einladung von Sigmar Gabriel kriegt und das heißt, kommen Sie doch mal nach Berlin und
treffen sie den Minister quasi, so wie es damals war. Aber bist du vorgeschlagen worden oder hat sich das umgesprochen? Nee, es gab tatsächlich eine Ausschreibung dafür. Es wurden Vorbildunternehmerinnen gesucht und Aha. man musste sich bewerben. Und man konnte dann irgendwie zig Fragebögen ausfüllen und musste dann ein bisschen seine Motivation zum Unternehmertum quasi darlegen und musste natürlich auch nachweisen, was man so in den letzten Jahren gemacht hat und wie man da hingekommen ist und was für ein Fundament da so drunter ist. Ja, und dann war ich ganz glücklich, als ich dann mit ausgewählt wurde und mit insgesamt 100 Vorbildunternehmerinnen deutschlandweit dann nach Berlin fahren durfte und ja, wieder genetzwerkt haben und seitdem auch, dass jedes Jahr wieder erweitert wird, dieses Netz und immer mehr Frauen auch da aufgenommen wird. Also Hintergrund ist wirklich auch bei jungen Mädchen und bei Frauen dafür zu werben, dass Unternehmertum auch weiblich sein kann und selbstverständlich auch weiblich ist. Und das ist doch in vielen Köpfen immer noch so, dass Chefs als Männer wahrgenommen werden und das wollen wir gerne ein bisschen ändern und auch den jungen Mädchen und Schülerinnen und sowas zeigen, wie so Wege in die Wirtschaft aussehen können, die nicht nur Assistentin sind, genau, sondern richtig. Eben, ja. Und es war tatsächlich so, die haben im Prinzip ausgeschrieben und gesagt, wer möchte hier Unternehmerin werden, also Unternehmerin, Vorbildunternehmerin werden, bewerbt euch. Und dann hast genau. du einfach gesagt, ja, ihr sucht eine, hier nehmt mich, ich habe meine Bewerbungsunterlage. Ja, genau. Super. genau. Das muss, du weißt jetzt, ich erinnere mich dran, dass wir im Zusammenhang mit Podcastpreisen hatten wir diese Diskussion mal, wo Preise ausgeschrieben werden, wo man sich mit seinem Werk in Anführungszeichen halt bewerben muss. Da muss man irgendwie die drei tolle Minuten aus seinem Werk irgendwie da zusammenschneiden und dann da einreichen. Und dann hatten wir hier diskutiert, was das denn für eine Art von Preis ist. Wenn man sich dann da selber bewirbt, ist das dann eigentlich so, ja, ist das dann, also ist, bedeutet das nicht, dass man sich selber so ein bisschen überhöht und ne, so. Und da gab es so Hin- und Her-Meinungen. Aber ich finde das eigentlich, jetzt wo du das so erzählst, und sagst, ja, ich habe ja einfach gemacht, ja, warum ja, nicht, wenn es die Gelegenheit gibt, ergreift sie. Habe ich das auch so gedacht und ich habe aber immer in meiner ganzen Vertriebszeit auch gelernt, wenn du gesehen werden willst, dann musst du auch was sagen und dann musst du auch präsent und sichtbar sein und jede Chance nutze ich, die sich mir bietet und die ich für gut befinde, zu sagen, hey, da habe ich eine Chance, mich nochmal zu präsentieren, zu sagen, das und das mache ich oder das kann ich und dafür setze ich mich ein. Sei es für verschiedene Vereine, in denen ich tätig bin, wo Aktivitäten gefordert sind oder wo man sich einbringen kann. Oder aber auch vor ein paar Jahren wurde hier in Hamburg eine Baupatin für eine U-Bahn-Verlängerung gesucht. In der Hafen City, zufällig hier direkt bei mir vor der Tür. Und ich habe das im Abendblatt gelesen und habe gesagt, Mensch, eigentlich bin ich ja die optimale Baupatin. Da möchte ich mal mit Olaf Scholz da übernächste Woche den Spaten schwingen und hier. U-Bahn ist genau mein Thema. U-Bahn verlängern. Und ja, tatsächlich haben die mich dann ausgewählt nach meiner Bewerbung. Und ich habe gedacht, das ist ja grandios. Es war für mich die perfekte Kombination, weil ich schipper mit meinen Fahrgästen immer da an dieser Baustelle und an der Hafen City vorbei und habe gedacht, dann kann ich da doch, wenn ich jetzt Baupatin sein darf, darf ich regelmäßig die Baustelle besichtigen, kriege ich immer zuerst die Informationen dazu und diese Mega-Haltestelle, die hier gebaut worden ist an den Elbbrücken. Also ein halbrundes Glasding, ganz futuristisch. Da habe ich den ganzen Bauprozess mit begleiten dürfen und immer mit den Bauleitern und auch mit den Bauarbeitern schnacken dürfen. Und regelmäßig wurde ich da zur Veranstaltung eingeladen und durfte so ein bisschen repräsentieren und so. Ich fand es grandios. Also es waren tolle Einblicke und auch Informationen, die ich gleich meinen Gästen auf den Touren weitergeben konnte. Also ich fand es prima. Ich dachte, das wäre jetzt tatsächlich so wie so bei der Schiffstaufe, ne? Du wirfst eine Flasche Sekt an die U-Bahn-Tunnelwand und damit war denn deine Aufgabe erledigt. Das ist noch viel mehr. Nee, das ging tatsächlich über fünf Jahre. Fünf Jahre dauerte diese Patenschaft. Ah. Und in der Zeit, weil das natürlich ein paar Jahre dauert, so einen Tunnel von über zwei Kilometer Länge zu buddeln, in der Hafen City, wo dann auch viel Wasser im Boden ist und so, war das schon ganz spannend, auch diese riesen Baustelle immer mal wieder besichtigen zu dürfen. Und ich habe mich immer gefragt, wie funktionieren eigentlich so Riesenbaustellen? Und habe da ganz viele tolle Einblicke gekriegt und konnte da selbst mit den Bauleitern schnacken und wie gesagt auch mit den Bauarbeitern oder mit den Tauchern, die dann da runtergegangen sind und irgendwelche
ja, ich sag mal, Schrauben da unter dem Wasser irgendwo festgezogen haben oder irgendwas gesucht haben und so. Das war total spannend. Ganz neue Welt für mich. Ja, jetzt verstehe ich das auch viel besser, natürlich. Und du lebst ja eigentlich auch von Informationen, ne? Also ich habe schon öfter mal so gedacht, bei so sag mal Reiseleiterinnen oder auch durchaus Leute, die auf einem Schiff oder so Dinge kommentieren, woher wissen die das eigentlich alles, was sie da erzählen, ne? Also ich mache eigentlich sehr gerne Hafenrundfahrten. Ich bin sogar mal extra nach Duisburg gefahren, um mal hier im Binnenland sozusagen eine Hafenrundfahrt zu machen. Und auch da hat der Kapitän irgendwie erzählt, hier links ist gerade der Erzfrachter Georg, der kommt von da und da und hat das und das geladen und hier rechts sehen Sie die alte Mühle von oder der Kran, da ist irgendein Kran von 1800 irgendwas, der ist aber sonntags nachmittags immer noch in Betrieb oder irgendwie, woher um Himmels Willen weiß der das alles? Stöbert er den ganzen Tag im Hafengelände rum und schnappt die Sachen auf? Aber ja, also ganz viele verschiedene Quellen tatsächlich. Ich schnack natürlich viel mit Leuten, jeden, den ich irgendwo treffe und wo ich vermute, dass der mir was erzählen kann, frage ich oder lass mir Geschichten erzählen oder stöber natürlich auch, Besuch Veranstaltungen, guck im Internet mir alle möglichen Foren durch oder hab 1000 Bücher hier zu Hause von Hamburg und über alle möglichen Themen und fahre aber auch gerne, wenn es geht, irgendwie mal selber auf so einem Schlepper mit und lass mir da von dem Kapitän das erklären oder auf Messbooten im Hafen oder guck mir die Lotsenstation an und schnack mit Lotsen und gehe selber auf die Schiffe mit und habe natürlich den Vorteil, dass ich als Multiplikator, die ich das dann auf meinen Touren erkläre, da manchmal offene Türen einlaufe und die dann sagen, ach Mensch, ja, dann guck dir das mal an hier, kannst mal einen Tag mitfahren und dann wissen wir wenigstens, dass da im Hafen auch vernünftige Geschichten erzählt werden. Aber das geht nur, weil du schon einen Namen hast, ne? Oder weil die wissen, das ist die Maike. Nee, das ging auch am Anfang tatsächlich. Ach. Also das hat auch am Anfang schon ganz gut funktioniert. Vielleicht war es auch der Vorteil, eine Frau zu sein. Okay. Und dann im Hafen auf die Schiffe mitzugehen. Dachte, eine Frau an Bord Unglück? War das nicht so? Nee, das ist, das gilt ja nur auf hoher See, aber nicht innerhalb des Hafens. Okay, unter Tauchbooten, glaube ich. Egal. Ja. Nee, aber das ist natürlich total super, wenn du dann einfach sagst, guten Tag, hier, ihr seid das Messboot Neptun, nehmt mich doch mal eine Runde mit. Und dann sagen, ja komm, fahr mit. Ja, wenn die da gerade die Chance haben und das möglich ist, dann sind die Jungs im Hafen da, meistens sind es tatsächlich Männer, sind die recht zugänglich und ist das ganz entspannt und freuen die sich ja auch, wenn die mal ein bisschen Abwechslung in ihrem Standardalltag haben und ich freue mich wahnsinnig über alles, was ich da lernen kann, weil das gibt immer noch so viel und gerade auch jetzt in der Corona-Zeit, letztes Jahr hatte ich die Chance, auf dem Schutenschlepper im Hafen mitzufahren, 5 Tage lang und bin dann morgens wirklich um 5 im Blaumann an der Kühlbrandbrücke gewesen und habe gedacht, mal gucken, was jetzt heute hier passiert und bin da einfach mitgefahren, hab geguckt, hab gelernt und hab mit denen geredet und viele tolle, neue, spannende Eindrücke mitgenommen. Nimmst du da auch einen Rekorder mit? Nein. Ah, da habe ich nur meinen Kopf. Das wären ja super Podcast-Episoden. Ja, das habe ich dann später auch gedacht. Also dieses ganze Podcast-Thema, mit dem, da bin ich ja mehr oder weniger so reingeschlittert und ich hatte tatsächlich noch nicht viele, wenn weniger als eine Handvoll Podcasts gehört, als ich meine erste Folge selber aufgenommen habe, weil ich einfach gedacht habe, ich mache hier quasi sowas wie ein Radiohörspiel, ne, so, oder ich erzähle einfach das, nehme es auf und stelle es online und guck mal, was passiert. So. Und, ja, vielleicht müssen wir jetzt für all die Hörenden nochmal ordentlich sagen, was du da eigentlich machst. Also du machst normalerweise, organisierst Hafenrundfahrten, schnackst, also du erzählst den Leuten während der Hafenrundfahrt Dinge über den Hafen, Historie, Aktuelles, Anekdoten und so weiter. Also das, ich will nicht sagen das Übliche, weil du hast schon einen eigenen Fokus irgendwie, aber da musst du ja, vielleicht selber gleich noch ein bisschen wahre Geschichten, das ist auch ein Unterschied. Die Erde ist keine Scheibe. Nee, ist sie nicht und im Hafen werden auch keine Bananen krumm gebogen und auch keine Schollen platt gedrückt irgendwo in der Schleuse. Und die Spinne in der Juckerpalme? Ja.
Also es gibt ja wirklich schon ganz kuriose und auch sehr lustige und auch, wenn man sie das 10. Mal hört, immer noch ganz amüsante Hafengeschichten. Und das gibt wirklich tolle Hafenschnacker auf den Touristenschiffen. Die machen einen super Job. Aber ich habe einfach gedacht, ich will auch den Hamburgern den Hafen wieder näher bringen und dass die auch Bock haben, mal wieder eine Hafenrundfahrt zu machen und neue Ecken im Hafen zu erkunden. Und habe gesagt, ich will gar nicht nur die Standardsachen abfahren, also große Pötte sehen, klar, und Docks sich angucken und ein bisschen Hafenluft schnuppern. Aber ich will auch mal ein bisschen in Ecken gucken, wo man sonst noch gar nicht so hingekommen ist mit der Barkasse und den Leuten ihre eigene Stadt nochmal von einer neuen Seite zeigen. Und das, denke ich, hebt mich am ehesten da von den anderen ab, so ein bisschen. Und es funktioniert. Also du hast Zulauf, du hast habe ich irgendwo 50.000 Gäste irgendwo gelesen? Kann das sein? Ja, genau. Also gut 55.000 waren das jetzt so die letzten Jahre. Und davon tatsächlich gut drei Viertel Norddeutsche oder Hamburger. Was gar nicht heißt, dass ich die Touren nur für Norddeutsche mache, sondern es hat sich einfach immer so ergeben, weil ich natürlich ein kleiner Anbieter bin und nicht die Reichweite habe, jetzt hier bundesweit Werbung zu machen. Oder wenn jemand aus München mal mitgefahren ist und sagt, Mensch, das hat mir super gefallen, dann erzählt er das seinem Nachbarn und dann kommt der Nachbar halt leider erst vielleicht ein paar Jahre später mal nach Hamburg. Und wenn in Hamburg einer mitgefahren ist und gesagt hat, das hat mir gefallen und erzählt das seinen drei Nachbarn, dann sind die vielleicht schon im nächsten Monat mit dabei oder so. Das ist dann so dieses Mund-zu-Mund-Propaganda hat da ein bisschen besser in Hamburg funktioniert. Ja, logischerweise, weil es eben dann alles näher dran ist. Und so habe ich mich dann erstmal so auf die Klientel der Einheimischen konzentriert. Aber ich mache natürlich auch Hafentouren für alle, also gar keine Frage. Machst du auch so Themenfahrten wie jetzt an Vatertag oder so? Also in anderen Jahren, wo es sowas gegeben hat? Nö. Nee, das eher nicht. Das eher nicht. Das okay. Können andere viel besser. Aber ich mache insofern Themenfahrten, dass ich sage, hier kommen, wir gucken uns mal Stadtteile an, mit denen keiner in Hamburg gerechnet hat. So. Und machen mal eine Rundfahrt nach Rothenburgs Ort, Hamm Süd und Hammerbrook. Das sind so Arbeiterstadtteile, die touristisch überhaupt nicht auf der Landkarte auftauchen, die aber ein wunderschönes Wasserwegenetz haben, wo man von der Wasserseite aus die Stadt und diese Stadtteile vor allem auch plötzlich ganz anders wahrnimmt und wo es wunderschöne Kleingartenecken gibt, wo Wasserwege durchgehen und wo alle Kleingärten ans Wasser reichen und jeder hat da seinen eigenen Steg und die Leute planschen und paddeln und haben da ihre kleinen Häuschen und Boote und man fühlt sich komplett weit weg von Hamburg und ist doch im Bezirk Hamburg-Mitte, also mittendrin, aber man sieht es von der Straße einfach nicht. Und sowas finde ich großartig, den Leuten das zu zeigen und auch, wenn die gar nicht damit rechnen, dass sowas kommt, in die Gesichter zu gucken und deren Begeisterung zu sehen, das ist herrlich. Aber ist eigentlich keine Enttäuschung, dass bei Hafen denkt man ja wahrscheinlich eher an wirklich große Pötte, schwere Maschinen. Ja, also ich habe unterschiedliche Touren irgendwie. Natürlich. Ne? Ich habe natürlich auch Touren, wo ich durch die großen Terminals fahre und den Leuten die 400 Meter Frachter zeige, gar keine Frage. Aber es ist eben, deshalb, du sagtest ja eben so, habe ich Themenfahrten, ich dann eben eine Tour habe, wo ich sage, da fahren wir in die Bille, da machen wir es ein bisschen ruhiger, ein bisschen gemütlicher, so ein bisschen östlich der Elbbrücken. Dann habe ich eine Tour, wo wir Richtung Finkenwerder fahren, wo wir da an den ganzen großen Pötten und auch an der Elbchaussee und an den Villen und an den schicken Ecken vorbeikommen und Airbus uns genauer angucken und dann aber auch mal so in die Seitenarme da in Finkenwerder reinfahren, weil natürlich kennt man den Weg nach Finkenwerder von dieser 62er-Fähre, die von den Landungsbrücken fährt. Das ist so eine der öffentlichen Nahverkehrsfähren im Hamburger Hafen, die man mit so einem Tagesticket ganz normal mitnutzen kann und was auch viele machen. Aber da sieht man eben nur den Hauptstrom. Und ich fahre da noch in so ein paar Seitenarme und erzähle natürlich dann eben auch spannende Geschichten aus der Ecke und dazu. Und finde, das ist eine ganz tolle Kombination, wenn man dann eben Hafen, große Pötte, schöne Elbchaussee und noch ganz viel Lokalkolorit mitkriegt. Also deshalb dauern die Touren dann auch meistens 3 Stunden, wenn wir unterwegs sind.
Aber sag mal, die Bootshörer, die du dann da engagierst und charterst, verdrehen die nicht manchmal die Augen im Kopf und sagen, was hast du denn jetzt wieder vor? Kommen wir doch nie wieder raus aus dem Seitenarm. Ja, so? Also die fahren natürlich nirgendwo hin, wo sie nicht wissen, dass sie wieder rauskommen. Okay. Das tatsächlich bin ich so in den letzten jetzt knapp 15 Jahren sind wir einmal in der Speicherstadt 10 Minuten im Schlick hängen geblieben, weil auflaufend Wasser war und noch nicht ganz genug Wasser da war. Um gut durchzukommen, so manchmal gibt's ja, also wir haben ja 3,70 Meter Tidenhub im Hamburger Hafen, das heißt, es geht zweimal am Tag 3,70 Meter rauf und runter und da muss man manchmal unter Brücken schon gucken, ob das so passt oder eben auch in der Speicherstadt, wo viel Schlick im Boden ist, gucken, ob man da dann gut durchkommt und genug Wasser unterm Kiel hat. Und da ist es, wie gesagt, einmal passiert, dass wir mal hängen geblieben sind, aber im Grunde, die Verantwortung hat immer der Schiffsführer fürs Schiff und ich bin, wie gesagt, nur der Schnacker, aber ich sag denen schon, wo ich gerne hinfahren möchte und in der Regel machen die das dann auch und inzwischen wissen die auch, dass ich genau weiß, dass ich einen Tidekalender lesen kann und weiß, wann, wo, wie viel Wasser ist und wo es passt und wie es passt. Dann sagst du jetzt Steuerbord und der sagt, nö, mein Dian, das machen wir nicht. Ja, also manchmal kommt das schon vor, dass ich sage, hier, so gerade, was weiß ich, Hafengeburtstag, Einlaufparade oder so und man sieht irgendwo ein Schiff und man sagt, hier, Mensch, aber könntest du noch nicht nochmal eben da drüben kurz rüber und dann hätten die Gäste so einen schönen Blick mit Elbphilharmonie und mit der ganzen Parade und dem ganzen Hafenpanorama so. Dass er dann manchmal sagt, oh Mädchen, hier, nee, sorry, aber das geht jetzt nicht und versteht man dann natürlich auch, wenn man immer auch ja die Gewalt der Elbe im Grunde mit im Hinterkopf behalten muss. Das ist ein Riesenstrom mit wahnsinniger Kraft und mit wahnsinniger Fließgeschwindigkeit und das unterschätzen auch die Fahrgäste häufig. Und ja, das darf man nie so aus den Augen verlieren. Und dafür ist es eigentlich immer auch gut, dass ich mich dann natürlich mit den Schiffsführern austausche und von denen auch immer noch mehr lernen kann, wie dieser Fluss sich verhält und wo man wann, wo, wie am besten ist und wie man am besten vorwärts kommt. Jetzt habe ich gerade einfach so gesagt, nee, mal Dirn und oder mein Dern und du hast das, nee, mal Mädchen. Das sind ja Begriffe, die ja mit der aktuellen Gender-Überlegung ja vielleicht nicht mehr so ganz richtig sind. Ist das in Ordnung für dich, ja, beziehungsweise im Hafen? Ist das eine von Respekt getragene Sprechweise oder? Ich würde schon sagen, ja. Also am Anfang war das sicherlich nicht so. Also als ich neu im Hafen war, da bin ich auch sehr beäugt worden und da war es immer so, na, die blonde Dern da, die ist demnächst hier auch wieder weg, so müssen wir uns gar nicht viel mit abgeben, die hält sowieso vorbei. Nicht durch. Ja, genau, ja, die spaziert demnächst hier auf ihren Absätzen wieder zurück in irgendein Büro und dann ist sie wieder vorbei. Aber die haben halt gemerkt, dass ich da bleibe und ich habe mir, denke ich, meinen Respekt da erarbeitet. Und na klar, am Anfang stellen die einen auf die Probe und fragen sich auch, was will die denn hier? Ne? Weil ich hatte ja keinen Hafen-Background, ich hatte keine Kontakte und wusste auch nicht viel. War da wirklich, ja, als Greenhorn, aber eben mit viel Leidenschaft und Begeisterung dabei. Und habe dadurch, dass ich mich viel mit denen ausgetauscht habe, viel gelernt und mir dadurch auch, ja, glaube ich, schon meine Position erarbeitet. Und inzwischen ist es eine Freude, an den Landungsbrücken längs zu spazieren und überall hier mal zu schnacken und da mal stehen zu bleiben. Und wenn dann mal ein Schipper noch sehr skeptisch ist und es ergibt sich dann die Möglichkeit, dass ich da mitfahre und da eine Tour moderiere, dann ist es in der Regel so, dass hinterher die mir auf die Schulter klopfen und sagen, hier Mensch, Mindean, hast fein mockt. So, das ist dann zwar so ein bisschen, ne, so hätte ich dir gar nicht zugetraut, aber hast ja doch ganz gut hingekriegt. Aber ja, auf der anderen Seite ist das der norddeutsche Charme und ich bin selber Nordfriesin, also bin mit wenig Worten im Umfeld jetzt so von den Dorfleuten, sag ich mal, groß geworden. Bei mir in der Familie reden schon alle gerne, aber ich wollte gerade sagen, das kompensierst du aber gut. Ja, nee, das ist so dieses norddeutsche, nordfriesische, jo, damit ist alles gesagt. Genau. Aber schon herrlich, ja. Also ich bin in der Nähe von Husum groß geworden und habe es dann ja über in Husum Abi gemacht und in Kiel studiert und dann bis Hamburg geschafft, aber über die Norderelbe auch noch nicht rüber.
Ja, dann können wir ja gleich mal zwei unserer Lieblingshörer, Hörerinnen grüßen. Ja, ich sehe hier gerade, Grüße aus Husum, liebe Grüße genau. Zurück. Ich werde morgen nach Ostenfeld fahren zu meinen Eltern. Kasa Schasa grüßt von dort. Mhm. Ich habe gerade gemerkt, wir haben mindestens zwei Klammern nicht zugemacht, nämlich erstens, wie bist du überhaupt da, hast du überhaupt angefangen, das war das Erste. Und das andere war, was redest du in deinen Podcasts eigentlich? Ne? Stimmt. Und mein Gedanke war um die zweite Klammer, was redest du in deinen Podcasts? Das sind im Prinzip die Geschichten, die du den Gästen an Bord erzählen würdest, wenn sie denn da wären. Aber sie sind jetzt seit Februar 2020 halt nicht mehr da. Und dann ja, sie waren zwischendurch nochmal wieder da, zum Glück. Die waren zwischendurch da, okay. Mhm. Und dann habt ihr sie wieder weggeben müssen. Ja, dann genau. Also ich habe angefangen mit dem Podcast ja zu sagen, ich will die Leute virtuell mit auf Hafenrundfahrt nehmen und habe meine Touren eingesprochen quasi. Habe mir bei den ersten beiden Folgen noch nicht so viel Konzept gemacht, sondern habe mehr oder weniger drauf losgeschnackt, habe so ein bisschen Stichworte gehabt und habe dann aber angefangen, wirklich auch die Texte vorab mir aufzuschreiben. Und ich wollte so eine Tour-Atmosphäre und wollte schon gerne ein bisschen strukturierter das Ganze haben und nicht so viel rumeiern zwischendurch. Ja, ja. Und habe dann mir überlegt, wie lange würden die Leute wohl wirklich zuhören, weil einem Gespräch zu folgen ist ja doch immer ein bisschen einfacher, als wenn man so einem Vortrag folgt. Und habe dann gedacht, Viertelstunde, 20 Minuten ist eigentlich eine ganz gute Dauer. Und manche Touren habe ich dann gestückelt und habe geguckt, dass ich das auf eine angenehme Hördauer und Hörlänge zusammenbringe und vielleicht auch schon mal so ein bisschen vorteasere, was in der nächsten Folge kommt. Bin ich sehr hochfrequentiert in diese Podcast-Welt gestartet und habe jeden zweiten Tag eine neue Folge gemacht, habe dann aber irgendwann gemerkt, das halte ich nicht durch. Dann kam auch zwischendurch natürlich mal wieder was anderes. Dann habe ich überlegt, als ich meine Haupttouren eingesprochen hatte, muss ich mal gucken, wo könnte man jetzt gedanklich noch längs schippern, was könnte man da noch machen. Bin auch mal auf der Cap San Diego auf so einem großen alten Stückgutfrachter, der hier in Hamburg als Museumsschiff liegt, mitgefahren. Durfte da auch mal moderieren von der Brücke aus und habe gedacht, dann schildere ich doch jetzt mal so eine Tour dann die Elbe runter. Also keine klassische Tour, wie ich sie sonst mache. Und habe ja auch als ein Erkennungszeichen in meinem Podcast immer das Typhon von der Cap San Diego, also dieses schöne, satte Tuten am Ende meines Podcasts, das kommt von der Cap San Diego. Am Anfang haben mir manche gesagt, dass sie das überfordert mit diesem lauten Tröten oder dass man dann so richtig hochschreckt. Oh, aber dann werden sie wieder wach, naja. Genau, habe ich auch gedacht. Dann wissen sie wenigstens, jetzt ist vorbei. So, und ich bin jetzt gerade dabei, seit Februar habe ich keine neue Folge gemacht. Ich will ganz dringend wieder, aber es kostet natürlich auch immer viel Zeit und der Podcast hat tatsächlich dazu geführt, dass mir letztes Jahr im Sommer ein Buchvertrag angeboten wurde, weil eine Verlegerin aus Berlin den Podcast gehört hat und gesagt hat, Mensch, du kannst gut Geschichten erzählen, kannst sie nicht auch aufschreiben? Und dann musste ich erstmal irgendwie kurz schlucken und habe gedacht, eigentlich schreibe ich nicht so gern lange Texte. Das habe ich auch bei den Podcasts gemerkt, wo ich die Texte vorgeschrieben habe. Habe dann aber gedacht, ach, warum denn eigentlich nicht? Und habe mich drauf eingelassen und habe den Herbst über ein Buch geschrieben. Und das ist jetzt gerade vor 2 Wochen rausgekommen. Und das hat jetzt tatsächlich die letzten Wochen mich auch so ziemlich auf Trab gehalten. Und ja, das ist eine Geschichte, die aus dem Glückwunsch. Zum Buch und dass es fertig geworden ist, das ist ja nicht bei jedem Buch so einfach, deshalb wäre das Schwierige dann zum Ende hin dann auch die finale Version hinzukriegen. Ich hatte Zeitdruck und musste zum 31.12. abgeben und von daher war das dann gesetzt. Hilft dann. Hatte nur am Anfang gedacht, so, oh Gott, 400.000 Zeichen, das muss man erstmal irgendwie auf Papier kriegen, aber es floss dann doch ganz gut aus den Fingern raus und hat wahnsinnig Freude gemacht, auch mir viele Episoden wieder vor Augen zu führen. Ich habe auch ganz viele Podcast-Ideen noch wieder beim Buchschreiben gehabt und eigentlich befruchtet sich das so schön gegenseitig. Und jetzt ist meine große Freiheit, heißt mein Buch, ist ja nun gerade raus. Und daraufhin kam Kontakt
zu Hamburg Tourismus und da kommt jetzt vielleicht auch eine Weiterentwicklung im Podcast mit denen zusammen in den nächsten Wochen. Da darf man gespannt sein. Also es tut sich da wieder was. Ach, der Weg zur Expo-Chefin ist also doch noch nicht zu Ende gegangen. Schön. Aber zu den Texten würde ich gerne nochmal kommen, weil ich mir, ich habe mir ein paar Sachen halt angehört und wir haben ja auch telefoniert, wir beide miteinander. Mhm. Und in diesem Telefonat habe ich dich als total spritzig und auch mit einer schnellen Zunge sozusagen erlebt. In den Podcast-Episoden hast du eine andere Ansprechhaltung. Das ist so ein bisschen getragener, ein bisschen gesetzter, sehr geordnet sozusagen. Ich dachte, wo ist denn da die Schnackerin eigentlich? Machst du, also wenn das jetzt sozusagen die Schafenrundfahrt für auf der Couch ist, ist das denn eigentlich das, was ich auch zu hören bekäme, wenn ich auf der Barkasse sitzen würde? Oder ist das schon nochmal irgendwie anders? Das ist definitiv nochmal anders. Also ich habe das auch gemerkt, jetzt als ich die ersten Lesungen für mein Buch, jetzt mal so, die ersten Dinger laufen da jetzt gerade und so, das probiert habe und da festgestellt, Mensch, als ich mir das hinterher angeguckt habe, ich rede ganz anders, wenn ich vorlese, als wenn ich so normal rede natürlich. Und ich bin da für meinen Podcast vielleicht noch dabei, die richtige Mischung zu finden, weil dieses Vorlesen gibt natürlich auf der einen Seite die Sicherheit, dass der Text steht und man sich vorher die Gedanken macht. Auf der anderen Seite kann man ja auch alles wieder rausschneiden, wenn es einem nicht gefällt oder halt nochmal machen. Aber da bin ich vielleicht so ein bisschen zu doll verkappter Perfektionist, dass ich denke, wenn das jetzt einmal hier über den Äther geht und dann ins Internet gestellt wird, dann möchte ich, dass das ordentlich ist. Stein gemeißelt, genau. Ich hatte auch schon überlegt, tatsächlich die ersten Folgen nochmal neu zu machen von dem Podcast und die Geschichte nochmal neu anzufangen, weil ich so reingestolpert bin da am Anfang. Aber auf der anderen Seite habe ich dann wieder gedacht, das ist auch charmant zu sehen, dass sich so ein Ding entwickeln kann und auch den Prozess jetzt, 17 Episoden gibt es aktuell, wie sich das da entwickelt hat. Und es wird einen Turn geben, wir werden nochmal durch die Gegend kreuzen und das Ganze nochmal neu definieren, sodass eben auch ein bisschen mehr Leben da reinkommt. Ja, also ich kann das von der Entwicklung her total nachvollziehen. Also ich bin, also ich merke ja selber, dass im Dialog oder im Trialog oder wenn wir hier mit 4 oder 5 Leuten reden, bei den anderen sind wir wieder sehr still heute, weil wir beide uns so gut unterhalten hier. Aber die sind ja immerhin auch da. Und wir reden hier einfach so ein bisschen, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Und dann geht auch mal ein Satz irgendwie nicht zu Ende, den man irgendwo angefangen hat. Mhm. Und das gibt der Sache eine gewisse Lebendigkeit. Aber natürlich sind wir da natürlich auch fehleranfällig. Und da rutscht vielleicht auch schon mal das eine oder andere falsche in der Sache halt falsche Argument raus. Das passiert einfach. Und ich verstehe total gut, dass du sagst, nee, also ich möchte dann schon richtige Sachen sagen und schreib mir das auch vorher auf, damit das alles so Hand und Fuß hat. Aber da geht so ein bisschen natürlich diese Frische weg. So dieses Unmittelbare, dieses Schnacken, ne? Also gerade das Schnacken, ich finde den Begriff so wunderschön, weil das ist so im Gespräch miteinander sein, aber es ist eben auch nicht so ganz ernst. Also da kann man auch mal mein Dirn sagen oder du, ich weiß nicht, was ist ein abwertender Begriff für einen Mann, keine Ahnung. Boah, Dösbaddel, ne? Du Dösbaddel, genau, du Mützenträger. Ja. Komm mal her, du. Da gibt's viele. Genau, also abwertend im Sinne von frotzelnd, nett. Im Ruhrgebiet, wir kennen diesen Slang eigentlich ganz, das ist mir sehr vertraut, also diese etwas robuste Ansprache, die, wenn man die Worte auf die Goldwaage legt, niemals durchkommen würde, aber man weiß halt, mit wem man es zu tun hat und dann ist es halt in Ordnung. Das ist, je nachdem, wen man auf diese Art und Weise anspricht, kann das auch in die Hose gehen. Also, da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Und da war mir eben aufgefallen, dass diese Leichtigkeit sozusagen da nicht drin war, dafür aber schon so freundlich, auffordernd, also das war alles drin, nur diese Lockerheit, diese Leichtigkeit, dieses Verschmitzte, so ein bisschen schmunzelnd auch, das hat mir da an der Stelle gefehlt, das ist übertrieben, aber habe ich nicht gesehen. Das hätte man noch als Sahnehäubchen draufsetzen können, ne? Das verstehe ich. Aber wenn man dann alleine vor dem Mikrofon sitzt, ja, das ist total schwer und
dafür, dass du das vorher nie gemacht hast, sind diese Folgen super. Also überhaupt gar keine Frage. Du hast, sprichst da sehr, sehr ein gerades, ein hannoveranisches Deutsch. Ich hoffe nicht. Nee, so ein bisschen nur Deutsch darf man schon immer hören. Ab und zu blitzt das so ein bisschen durch. Sind das denn die Originaltexte, die du dann auch auf der Barkasse erzählst oder machst du das da dann ganz frei? Auf der Barkasse habe ich tatsächlich keine Zettel, sondern da schnacke ich so und da kenne ich meinen Weg. Also, und im Podcast kannte ich ihn halt oder kenne ich ihn halt noch nicht so. Da fühle ich mich noch nicht so zu Hause wie jetzt. Ja, ne, ja, kannst mich auf jedes Schiff im Hafen setzen und ich sabbel 5 Stunden durch und erklär dir alles, was man am Wegesrand sieht. Und beim Podcast ist es halt so, da sitze ich hier und gucke auf meinen Monitor und habe das Mikro vor mir und gucke auf den Marktplatz hier unten, aber da muss man dann doch schon ein bisschen sich in den Hafen beamen, gedanklich, um das so dann auch authentisch und schön rüberzukriegen. Und ja, mal gucken, wie das jetzt mit den nächsten Folgen wird. Also ich werde Gäste haben in meinen nächsten Podcast-Folgen, so viel kann ich schon mal sagen. Und dadurch wird es, glaube ich, dann auch nochmal eine andere Dimension und eine andere Richtung kriegen. Auf jeden Fall, das mit Sicherheit, das mit Sicherheit. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe mir dabei Google hier Maps aufgemacht. Ich habe mir einfach gedacht, mein Gott, man müsste eigentlich zu dem, was du da erzählst, mit dem Finger auf der Landkarte fahren, um zu gucken, oder auf der Seekarte, na, Landkarte, doch besser, und wo gucken, wo sind wir denn jetzt eigentlich? Und dann habe ich gedacht, wo kriege ich denn jetzt eine Landkarte von Hamburg her? Und dann fiel mir ein, Martin, es gibt das Internet, es gibt sowas wie Google Maps. Richtig, man kann einfach bei Google Maps mitschippern. Genau, dann habe ich mir dieses, wo du mit der Cap San Diego, ich glaube Folge 16 oder so war das, irgendwie eine höhere Nummer, bin ich dann einfach so mal ich glaub, 15 eingestiegen. 15 ist der Start mit der Cap San Diego, 15, 16, 17. Und dann bin ich dann einfach mal so ein Stück weit mitgefahren, bis ich dann gemerkt habe, du erzählst dann von den großen Hochspannungsmasten, die da stehen. Die sind da nicht drin. Die sind gar nicht in Google Maps. Ja, Hedlinger Schanze. Nee, das ist dann schon Hamburg raus. Aber die Masten müssten eigentlich in der Karte auch drin sein. Also auf den normalen Landkarten sind die mit verzeichnet, ja. Vielleicht hätte man mal da OpenStreetMaps nehmen sollen. Da ist das mit Sicherheit mit drin. Also ich war dumm genug, es dann mit Google zu machen, aber vielleicht ist OpenStreetMap besser. Und das ist total faszinierend. Also zu sich vorzustellen, Moment, wo fährt denn das Schiff jetzt eigentlich her? Und wenn sie sagt, hier auf der Nordseite, wo ist denn jetzt Norden? Ah, Norden war, glaube ich, oben. was ist denn da jetzt? Und dann wurde irgendein Stadtteil genannt, kenne ich gar nicht. In das Suchfeld eingegeben, dann markiert Google diesen Stadtteil. Ach, das ist das, was sie meinen. Also, es war wirklich spannend, dann zu folgen. Ne? Wir sind am Welcome-Höft vorbeigekommen, also dieser Schiffsbegrüßungsanlage, die ich aus eigener Erfahrung kennen durfte. Wir haben irgendwann mal da oben in der Ecke Urlaub gemacht und da hat meine Frau gesagt, lass uns doch mal da hinfahren. Und ich sage, was ist das? Welcome-Höft? Nie gehört. Was soll das sein? Ja, eine Schiffsbegrüßungsanlage. Welcome-Höft, wenn ich hier was kurz ist das? Ein großer darf. Knopf am Zaun, genau. Da drücke ich drauf, dann Hallo Schiff oder was ist das? Ja. Was ist das eigentlich? Ne? Dass das so eine ganz, ganz liebesvolle Art ist, der Seemannschaft, der Seefrauschaft ein Willkommen und ein Lebewohl zu sagen, das habe ich da erst richtig wahrgenommen und ich finde das eine fantastisch schöne Idee. Ja, also, es ist fantastisch. Großartig, großartig. Man spielt da einfach die Hymne des Schiffes oder der Flagge, unter dem das Schiff halt fährt, so laut, dass es auf dem Schiff hörbar ist. Also großartig. Genau. Total schön. So, jetzt wissen wir also, was du in deinem Podcast machst. Das sind also nicht original die Texte, die du auf der Barkasse erzählst, sondern nochmal speziell dafür geschriebene, die jetzt sogar in einem Buch in mehr oder weniger nochmal zweitverarbeitet wurden. Genau. Kann man sagen. Mit noch aber ganz vielen weiteren Episoden und nochmal ein bisschen detaillierter das Ganze. Also das Buch hat 272 Seiten. Ich glaube, eine Podcast-Folge hat zwischen 6 und 8 Seiten. Also da habe ich noch viel Material. Kannst du noch ein bisschen im Hafen herumfahren. Jetzt würde ich aber gerne zu der Klammer, die immer noch nicht zu ist, wieder zurückkommen. Nämlich, wie du es denn überhaupt geschafft hast, da hat ja irgendwie einen Fuß zwischen die... In den Hafen zu kriegen. Ja, in den Hafen zu kriegen. Also du kommst daher als, ich sag mal, Landratte, nordfriesische Landratte, Rettin, wie auch immer, und sagst, guten Tag, ich mache jetzt hier Hafenrundfahrt. Also ich organisiere jetzt hier Hafenrundfahrt. Da gibt es schon 25 Anbieter und die werden sich jetzt nicht gerade freuen, dass da jetzt jemand kommt und sagt, übrigens habe ich ein ganz neues, tolles Konzept, ich nehme euch jetzt mal die ganze Kundschaft weg. Ja, genau. Du hast doch da erstmal Widerstände.
so war das tatsächlich auch nicht, sondern das Problem war ja erstmal, ich hatte mir was ausgedacht, nämlich eine kombinierte Tour mit Barkasse, Zwischenstopp und Doppeldeckerbus. Das war eine Grundidee von diesem Hafenkapitän mit der Schnapsidee und seinem Kompagnon. Die hatten mir damals den Stadtteil Wilhelmsburg näher gebracht. Das ist für die Nicht-Hamburger eine riesengroße Insel mitten in Hamburg, die aber gar nicht so als Stadtzentrum wahrgenommen wird, sondern doch vor 15 Jahren, als ich angefangen habe, war das eher sozial schwacher Stadtteil. Es war geplant, dass da die Gartenschau und die Bauausstellung in den nächsten Jahren stattfinden sollte. Und immer wieder hieß es, wir müssen hier mehr Studenten ansiedeln, wir müssen das Ganze irgendwie ein bisschen mehr besser durchmischen und die sozialen Strukturen ein bisschen aufbrechen, die sich hier über die Jahrzehnte so ergeben haben. Und es war aber eigentlich immer eher so, ach nö, das ist nicht schön da. Da muss man nicht hin oder keiner kennt es. Ne? Also es ist total schön da übrigens, aber keiner kennt es und damit hat man das irgendwie nicht so auf der internen Landkarte verzeichnet gehabt. Und dieser Kapitän und sein Kompagnon, die hatten mir das halt schmackhaft gemacht, haben mir ganz viele tolle Ecken gezeigt, sodass ich da wirklich angefüttert war. Und gedacht habe, da könnte man was draus machen. Und ich habe mir gedacht, wie kann man das zusammenbringen mit Sachen, die Leute sehen wollen. Also habe eine Umfrage gemacht an den Landungsbrücken. Sind Sie schon mal mit einem Doppeldeckerbus über die Kühlbrandbrücke gefahren? So, weil die meisten Leute sind vielleicht irgendwann schon mal drüber gefahren, habe aber immer die Leitplanke vor der Nase gehabt. Mit normalen Fahrzeugen war das zumindest früher so. Mit dem SUV kann man wohl drüber gucken, aber mit so diesen normalen Autos hat man halt wirklich immer genau die Leitplanke vor der Nase, sodass man endlich nie ein Grund den für ein vollen SUV, Hafenblick genießen konnte. Also aus meinem kleinen Corsa sehe ich immer nur Leitplanke. Und bis heute. Und wenn man da eben mal mit dem Bus drüber fährt und sich überhaupt nicht auf den Verkehr konzentrieren muss, sondern an diesen Ausblick, diesen gewaltigen Blick über den Hafen genießen kann, die riesen Pötte da unten sieht und so ein bisschen den Stromverlauf der Elbe sieht und in der Ferne die Stadtsilhouette, so, das ist einfach grandios. Und ich habe gedacht, das müsste man viel mehr Menschen ermöglichen, da mal drüber zu fahren und das kombinieren mit, so nach dem Motto, erst mit dem Schiff unten drunter durch und dann mit dem Bus oben drüber, dass die Leute auch so Wiedererkennungsmomente haben. So, das war meine Grundidee von der Tour. Sagen, ich nehme die mit in neue Ecken, die sie noch nicht kennen und biete ihnen aber auch Highlights, die sie sonst nicht haben. So, jetzt ist immer noch das Problem, wo kriege ich jetzt die ersten Fahrgäste her, wenn ich mir eine schöne Tour ausdenke. Ich hatte dann ein Schiff gefunden, der mit mir kooperieren wollte und hatte ein Busunternehmen. Das heißt, die haben mir günstige Preise gemacht für den Anfang, damit ich loslegen konnte, weil die auch an die Idee gedacht haben und da noch Kapazitäten hatten. Und dann war die große Schwierigkeit, wo kriege ich Kunden her? Und die ersten Touren, da habe ich ordentlich drauf bezahlt, weil ich einfach loslegen wollte. Und man kann sich leider nicht einfach an die Landungsbrücken stellen und sagen, so, hier die nächste Abfahrt, wer will noch mit? Und dann fallen die Leute alle automatisch ins Boot, sondern man darf da gar nicht stehen. Ja, dann kommt die Hafenpolizei, wenn man sich da hinstellt. Das habe ich gleich bei meiner ersten Tour gemacht, diese Erfahrung. Dass man da dann wirklich erstmal steht und sagt, ups, wusste ich gar nicht, dass ich hier nicht stehen darf. Und dann musste ich sofort meine Sachen wieder einpacken. Die waren also wirklich auch ziemlich schnell da, als ich mich da hingestellt habe. Wahrscheinlich hat irgendeiner von den Mitbewerbern oder Marktbegleitern, wie man so schön sagt, denen Bescheid gesagt und gesagt, hier, die stellt sich da einfach hin mit dem eigenen Schild und sagt, hier geht das gleich los mit der nächsten Abfahrt. Das geht halt nicht. Das gibt da angestammte Plätze, wo man kobern darf. Kobern heißt das, wenn man da die Leute anschnackt im Vorbeigehen. Gibt es auch auf der Reeperbahn dann für die Etablissements da oder in Südeuropa kennt man das vielleicht von den Restaurants, wenn man da so über so eine Hafenmeile flaniert. Ne, da wird man überall angeschnackt und das nennen wir in Hamburg Kobern. Und diese Koberer, die dürfen am Hafen nur an bestimmten Stellen stehen und die dürfen dann eben auch nur auf die festen Boote die Leute verteilen. Und jemand, der da neu kommt, darf sich eben nicht dahin stellen. Und das hieß natürlich, ich musste irgendwie gucken, wie komme ich ins Internet und wie kriege ich Aufmerksamkeit von Leuten, um da Gäste zu akquirieren. Und habe das glücklicherweise dann über eine Netzwerkgeschichte über Xing damals einen riesen Schritt gemacht. Da hatte ich in einer Gruppe gepostet, dass ich jetzt mit den Touren starten will. Und dann hatte der Joachim Rumor, ein Moderator eines Xing Hamburg Forums, hatte quasi das gelesen und hat gesagt, Mensch, wir wollen hier demnächst mal ein Gruppentreffen machen. Hast du nicht Lust, können wir das mit deiner Tour machen? So, kannst du 150 Leute mitnehmen?
habe ich gedacht, habe ich noch nie gemacht. Also ich habe noch nicht mal irgendwie vernünftige 20 Leute irgendwie transportiert, aber dann versuchen wir nochmal 150 und nehmen gleich 3 Schiffe und 2 Doppeldeckerbusse und ich versuche das irgendwie alles hinzudeichseln und es hat fantastisch funktioniert und das Grandiose war, dass diese Gruppe, die damals eingeladen wurde, die hatte 8000 Mitglieder, glaube ich, und die 150 Tickets waren in 0,nix verkauft. Und alle haben mit der Einladung einen Link auf meine Website gekriegt und die Info, dass es mich gibt. So. Und darüber kamen die ersten Firmentouren. Und wir haben diese Xing-Tour wirklich bis vor Corona jedes Jahr durchgezogen und manchmal sogar 2 oder 3 Mal, weil es einfach sich so ein tolles Event war und das sich so toll etabliert hat und alle gesagt haben, oh Mensch, schön, abends eine Runde durch den Hafen schippern und dann irgendwie zusammen was trinken gehen oder noch irgendwo einkehren. Das ist einfach richtig so ein gesetztes Event geworden. Und das wollen wir natürlich auch bald wieder machen, hoffentlich. Ein bisschen warten müssen wir noch. Aber das war mein großer Motor am Anfang, muss ich sagen. Und dazu die Kombination, dass ich bei dieser Berufsfinderin war. Das war im Grunde auch so ein bisschen im Hinterkopf mein 6er im Lotto. Denn die Uta Glaubitz, bei der ich da war, die schreibt auch Bücher und hat damals Kolumnen geschrieben und sowas. Und die hat eine Website, auf der sie ihre Fallbeispiele, die sie berät, dann auch darstellt. Und ich hatte ihr dann ein Jahr, nachdem ich mich selbstständig gemacht hatte, habe ich ihre Unterlagen wiedergefunden beim Aufräumen und habe gedacht, ach Mensch, guck mal hier, das ist ja exakt die Jobbeschreibung, die sie mir gegeben hat, die ich brauche zum Glücklichwerden, was ich heute tue. Und das fand ich so fantastisch, dass ich sie direkt angerufen habe und gesagt habe, hier, ich wollte mich nochmal bedanken. Das ist genau das, was ich jetzt mache. Und sie hat gesagt, darf ich dich als Referenz auf meine Website nehmen? Und da stehe ich bis heute und glücklicherweise finden mich da auch manche Presseleute, die Geschichten suchen von Leuten, die ihren Job gewechselt haben und die einen krassen Bruch im Lebenslauf haben. Ja, genau, und genau. Das ist natürlich grandios, wenn man dann plötzlich einmal durchgereicht wird durch alle möglichen Magazine, Hefte und plötzlich sich im Spiegel oder Fokus oder Stern irgendwie wieder findet. Ja, und dadurch einfach Aufmerksamkeit kriegt und neue Kunden, was das Wichtigste ist, um das auch weitermachen zu können. Ja, auf jeden Fall. Das ist so ein bisschen auch das Glück der Tüchtigen sozusagen. Also du hast einfach, du glaubst an diese Idee, wie kann ich hier vielleicht 20 Leute mit dem Bus über die Kölbrandbrücke fahren und dann plötzlich sind es 150 und du brauchst nicht einen Bus, sondern 3. So, ups. Da muss man aber auch, ich sag's mal, den muss man den Arsch in der Hose haben, zu sagen, ich ziehe das jetzt durch. Und nicht dann zu sagen, oh, nee, warte, 150 ist mir aber zu viel. Damit komme ich, wir müssen erstmal klein anfangen, sondern dann einfach zu sagen, jo, ich gehe jetzt hier, wie nennt man das, volles Risiko, all jo, in. Einfach geradeaus, ja, so ne? Ne? Genau, einfach mal machen. So, das ist tatsächlich was, wo ich sage, da habe ich in mir irgendwas, das sagt, ich probiere es einfach aus. Und wenn das andere mir das Lehrer zutrauen geben. Und das ist kein Lehrergehen mehr, glaube ich. Vielleicht das nicht, aber es ist vielleicht die gute Mischung, die ich von zu Hause mitgebracht habe. Ja, ich meine, das kann man ja einfach nur bewundern. Also ich glaube, für mich persönlich hätte so einen Mut nicht. Was, Vera, kannst du dir das vorstellen? Kannst du dir so einen Sprung vorstellen? Ich glaube nicht. Ich bin da doch ziemlich auf Sicherheit und so. Ja, also so komplett, obwohl, ich weiß es nicht. Jetzt im Moment nicht, aber man kann ja nie sagen, keine Ahnung. Das ist genau richtig, würde ich sagen, ja. Bringt dich dein Beruf morgens mit Freude aus dem Bett? Ja, also schon. Natürlich ist es oft anstrengend und sowas, aber doch schon. Also ich habe Freiheiten, ich habe Verantwortung, ich habe selbstbestimmtes Arbeiten und sowas alles. Ja, genau, also es ist einfach ein guter Job, ja. Ich habe wenig Arbeitsstunden, verdiene dafür aber mehr Geld, als ich sonst irgendwie mit mehr Stunden früher verdient habe. Also, ja doch. Na gut, das ist ein schönes Fazit. Also das ist mal gut, wenn man sowas so sagen kann. Klar, dann brauchst du das natürlich auch nicht. Aber ich bewundere da die Maike gerade schon sehr. Also ich weiß nicht, ob ich den Mut gehabt hätte, zu sagen, klar, nehmen wir die Großveranstaltung.
Also nehmen wir das Kleine oder das Große? Das Große. Ja, manchmal kommt es halt so aus dem Moment heraus. Ne? So, manche Sachen, man kann ja auch nicht immer alles planen, sondern es passieren einfach Dinge oder man kriegt plötzlich einen Anruf und dann heißt es hier, wir brauchen ein Begleitprogramm für einen G20-Gipfel. Da ruft das Auswärtige Amt an und sagt, hier, könnten Sie zufällig die First Ladies durch den Hafen begleiten? Und dann sitzt man da und schluckt und denkt sich so, haben die sich verwählt? So, wie kommen die auf mich? Wie kommen die an meine Nummer? Aber das ist alles was, das hätte man nie im Leben geahnt, als ich mich selbstständig gemacht habe und gedacht habe, ach komm, Hafen finde ich eigentlich viel geiler als IT. Und dann bin ich, glaube ich, gewachsen mit all den Herausforderungen und den Aufgaben, die sich da gestellt haben und den Sachen, die mir des Weges gekommen sind. Und ich bin jemand, der immer die Augen offen hält und jede Chance irgendwie zumindest sich erstmal anguckt und dann überlegt, ob ich es jetzt mache oder nicht. Aber viele Sachen mache ich dann halt auch einfach gerne. Sind denn da diese Ladies and Gentlemen auch lachend von Bord gegangen mit Applaus? Ja, die sind mit Applaus und freundlich und haben mir alle die Hand geschüttelt. Da war ich tatsächlich etwas irritiert, weil die erste, die freudestrahlend auf mich zukam, damals Frau Erdogan war. Und von der hatte ich das nicht erwartet, dass die jetzt plötzlich mit einem Lachen im Gesicht und einer ausgestreckten Hand vor mir steht und mir die Hand schütteln will. Also das war so ganz surreal, diese ganze Tour, weil das natürlich auch Brigitte Macron war mit an Bord und da habe ich noch so gedacht, Mensch, die kann sich zweimal hinter mir verstecken, die ist so klein und zierlich und ich bin ja nun ziemlich groß. Dass die alle einfach mal live zu sehen, so das war da mittendrin zu stehen, es war beklemmend und erschreckend und faszinierend zugleich. Also es war ganz schräg. Da stellt sich ja automatisch die Frage, haben die denn alle Deutsch verstanden oder hast du das dann mal eben auf Englisch? Nee, das habe ich Englisch moderiert. Ach so, ja klar. Da war das Highschool-Jahr in Amerika hilfreich. Wow. Jo. Ja, das war. Also ich bin etwas begeistert, muss ich sagen, von deinem Werdegang. Also dass du einfach Sachen machst oder gemacht hast und dann festgestellt hast, also so, ich fahre mal sozusagen zweigleisig mit dieser berufsbegleitenden Ausbildung. Das ist ja eh schon schwer genug. Also wenn man da den ganzen Tag im Beruf steht und dann nochmal zusätzlich irgendwie die Schulbank drückt oder den Seminarraum besucht, da habe ich ja schon immer alle Hochachtung für alle Menschen, die diese Zweigleisigkeit aushalten. Also das ist ja schon irre. Und dann kriegst du da diesen Schlag von Bug sozusagen mit dem Chef, der einfach sagt, nö, wie war das noch? Gebrochenes Vertrauen oder so, Vertrauensverlust, ja, gestörtes Vertrauensverhältnis, so ist der Terminus dafür. Und dann springst du einfach und gehst einfach, ja wie gesagt, das volle Risiko und es funktioniert. Also die Leute kommen dann gerne zu dir und kommen wieder und du bist dann auch noch angesehen bei den Mitbewerbern oder wie hast du gerade gesagt, die Marktbegleiter, wunderbares Wort, haben wir gleich das aufgeschrieben. Das war ein blödes Wort, was ich früher in der IT hatten wir das immer so mit Marktbegleitern und ich finde es ein bisschen albern, aber es ist tatsächlich so, dass ich mit vielen Leuten im Hafen gut zusammenarbeite und mir da so ein tolles Netzwerk aufgebaut habe und da sehr dankbar bin für das Vertrauen, was mir da entgegengebracht wurde und ja, einfach auch die tolle Kooperation, wo man sagt, da kann man sich gegenseitig mal helfen und ist füreinander da, wenn es irgendwo mal brennt auf Natur im übertragenen Sinne. Ja, genau, wenn es an Bord brennt. Das, nee, das ist schlecht. Nicht so schön. Das möchte man nicht haben. Nee, auf gar keinen Fall. Das habe ich einmal erlebt und das möchte ich nicht wieder erleben. Also da ist echt? Mal so ein Buffet, so ein Ding auf den Boden gefallen und sowas auf dem Schiff zu haben, ist furchtbar. Also da hatte der Caterer, den es auch heute nicht mehr gibt, hatte da nicht aufgepasst kurz und das war nicht so schön. Aber habt ihr es dann lokal löschen können? Ja, da konnte man so einen Deckel drüber machen. Also es war jetzt kein großer Flächenbrand, um Gottes Willen. Also ist keiner verletzt worden, es war keiner in Gefahr. Aber es ist trotzdem ein Schreckmoment, wenn man einfach eine Flamme sieht irgendwo, wo sie nicht hingehört. Auf jeden Fall. Und gerade an Bord eines Schiffes, wo also man hat nicht so viel Platz zum Weggehen. Also natürlich, nee, man kann über Bord springen. Man hat zwar viel Wasser drumherum, aber das möchte man auch nicht. Da möchte das man muss nicht so unbedingt sein. Ne? Nee, nee, nee. Also,
das ist nicht so schön. Ja, jetzt kommen wir mal zur Podcasterin tatsächlich. Du hattest vorhin so angedeutet, dass Technikfragen vielleicht nicht so, also dass du genauso nicht meine Stärke sind. Dass du genauso von der Technik überfordert bist wie ich. Also fühlen wir uns jetzt auch ganz stark verbunden. Aber würde mich schon dafür interessieren, wie du denn eigentlich deine Technik, also deine Podcasts aufnimmst. Also du hast vorhin schon gesagt, du liest quasi vom Bildschirm ab und guckst dabei auf den Fenster. Nee, ich lese vom Papier ab tatsächlich. Ach, auf dem Papier. Okay. Also ich baue mir hier so ein kleines, ich nenne das immer mein kleines privates Puppentheater-Zirkuszelt auf meinem Schreibtisch. Ich habe mir irgendwann ein Mikrofon gekauft und so ein Tischmikro mit vernünftiger Qualität, wie ich denke. Ich hoffe, es hört sich ganz vernünftig an gerade alles. Und habe dann, als ich meine erste Folge aufnehmen wollte, gedacht, ach Schiede, ich brauche ja auch noch irgendwie Kopfhörer. Das war mir entgangen und hatte gedacht, ach, dann stöpsel ich da einfach die Handy-Kopfhörer rein, dann wird das schon gehen. Habe dann festgestellt, es ging überhaupt nicht. Und wir hatten aber dummerweise dann schon den ersten Lockdown und es waren alle Läden zu. Und ich hatte keine Zeit, auf eine Online-Bestellung für den nächsten Tag zu warten, weil wenn ich irgendwas sofort machen will, dann wollte ich jetzt auch an dem Tag mit meinem Podcast starten. Und dann ist mir eingefallen, dass ja manchmal auch so bei Discountern es irgendwo noch Kopfhörer gibt auf den Grabbeltischen. Und dann fiel mir ein, wir haben hier in der Nähe ein größeres Warenhaus, wo ich dachte, vielleicht haben die ja geöffnet. Und dann bin ich wirklich direkt vom Schreibtisch mit meinem Mikro, das ich schon aufgebaut hatte und allem, wo ich starten wollte, bin ich zu diesem Warenhaus hin. Hab dann mit 50 Leuten erst noch davor gestanden, weil Zugangsregelungen, alles ja noch ganz neu war. Also es war quasi gerade der absolute Anfang vom ersten Lockdown. Da durfte man immer nur so schubweise in diesen Laden rein und dann bin ich zu der Zentrale dahin und habe gesagt, hier Mensch, ich brauche unbedingt einen Kopfhörer, ich will einen Podcast machen. Und dann sagt sie, ach, das finde ich ja toll, sie ist auch voll der Podcast-Fan und wie das denn heißen sollte. Und ach, Maike im Hafen, ja, das kann ich mir gut merken, meine Freundin heißt auch Maike, das höre ich mir ja gleich an. Und dann dachte ich so, juhu, schon gleich den ersten Hörer akquiriert hier, während ich einen Kopfhörer kaufe. Voll der Nullnummer, klasse. Und dann hat die mir einen Kopfhörer in die Hand gedrückt und gesagt, hier, die sind ganz gut. Und dann bin ich damit wieder nach Hause. Dann habe ich angefangen und dann habe ich aber gemerkt, der Klang im Raum ist nicht so gut, wenn es einfach so ein großer Raum ist. Also das ist irgendwie so ein 20 Quadratmeter Büro, in dem ich hier sitze. Jetzt gerade ist der Klang wahrscheinlich auch nicht optimiert, weil ich eben keine Decken und keine Pufferung und irgendwas alles um mich rum habe. Und dann habe ich hier angefangen, Esszimmertischstühle auf meinen Schreibtisch zu stellen und da ganz viel Decken drüber zu legen. Und habe mir wirklich hier so ein kleines Kabuff gebaut. Und dann habe ich mir da eine Lampe reingestellt und dann mein Text ausgedruckt und abgelesen und ja, das war der Anfang und so mache ich es bis heute tatsächlich. Also ich habe noch kein professionelleres Setting gefunden und ich zelebriere das dann auch so ein bisschen, wenn ich die Esszimmertischstühle hole, den Schreibtisch freiräume, das alles da drauf packe und hier mein kleines Zelt aufbaue und den Schreibtisch hochfahre, damit ich dann ein bisschen zumindest mehr stehe und mehr Volumen im Körper habe und dann hier meinen Podcast einspreche. Okay, das ist also nichts, was zwischen Tür und Angel entsteht, sondern das wird wirklich zelebriert. Nee, das wird zelebriert und tatsächlich so diese Viertelstunde, 20-Minuten-Folge mit dem Text recherchieren, aufschreiben, das alles einsprechen und das alles hochladen dann und so, da bin ich schon einen ganzen Arbeitstag mit beschäftigt. Also knapp 8 Stunden ist das pro Folge an Arbeit. Glaube ich dir sofort, gar keine Frage. Ja, weil wenn ich dann einmal aufschreibe und dann einspreche, dann möchte ich auch, dass jedes Datum, was ich da oder jeder Fakt, den ich irgendwo sage, dass der auch safe ist, dass das so über den Äther geht. Ich verstehe das total. Also ich verstehe, ich will auch gar nicht sagen, dass das schlecht ist. Also es ist halt nur so anders und hat mich in meiner Erwartung so ein bisschen irritiert, sagen wir mal. Also ich höre dir jetzt in dieser Lebhaftigkeit tatsächlich nochmal lieber zu. Jetzt ist klar, du kannst natürlich in dieser Lebhaftigkeit jetzt nicht irgendwelche historischen Geschichten so erzählen, ohne dass es dann quasi boulevardesk wird. Also das willst du ja auch wiederum nicht. Es soll ja dann eben auch eine seriöse Historie sein, die du dort vorträgst. Aber da gibt es vielleicht noch irgend so ein Mittelding irgendwie. Ja, genau. Ich werde es ausprobieren. Wird sich finden, bin ich ganz sicher.
Nee, aber wo du vorhin sagtest, die alten Folgen wegmachen und neue, nee, auf keinen Fall, lass die einfach. Nee, da bin ich auch weg von dem Gedanken. Das war kurz mal so ein Gedanke, dass ich gedacht habe, ah, vielleicht ist es irgendwie zu viel, aber ist schon gut. Wobei, hör natürlich nicht auf mich, ne? Was, ich habe dir nichts, ich habe dir keine Ratschläge zu geben, um Gottes Willen. Was hab ich jetzt haben mir schon mehr Leute erzählt. Hier hat ja eben gerade auch so lieb jemand geschrieben hier, wer auf seine ersten Folgen oder wem die nicht peinlich sind. Wie war das? Ich habe das hier gerade. Das war die Stimme aus Husum, genau. Ja, genau. Wem seine ersten Folgen nicht peinlich sind oder irgendwie sowas, genau. Hat was falsch gemacht, genau. Nein, also schämen tue ich mich dafür nicht, aber ich glaube, es wird besser. Ich habe noch Luft nach oben. Das ist doch immer schön. So, jetzt sprichst du also in ein Mikrofon, was du dir extra dafür gekauft hast. Du hast Kopfhörer auf, die du dir extra dafür gekauft hast und so sprichst du quasi in einen Computer hinein. Genau. Aber dafür brauchst du ja ein Stück Software. Was hast du denn da im Einsatz? Dafür brauche ich ein Stück Software. Das mache ich mit, soll ich tatsächlich mal ganz kurz gucken hier, mit Audacity oder Audacity. Ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Ja, weiß keiner. Aber, ne, aber so sie sind ja jetzt verkauft worden. Wahrscheinlich deshalb, weil keiner weiß, wie es heißt. Gut, also das Ding, da spreche ich es rein und dann lade ich es bei Podigy hoch und das funktioniert ganz gut. Ach so, ja. Das ist ja dann durfte ich das jetzt so sagen? Natürlich, selbstverständlich, ja. Natürlich, gar keine Frage. Nee, Podigy ist ja auch ein so ein bekanntes, also gar keine, also klar, wir machen keine Werbung, wir erzählen uns einfach gegenseitig, was wir benutzen. Und der eine benutzt den Rekorder der Firma X, der andere den Rekorder der Firma Y, der andere sagt gar keinen Rekorder, der nimmt halt direkt im Rechner auf. Und dann muss man auch Ross und Reiter nennen dürfen. Also da habe ich gar kein Problem damit. Also ich hab am Anfang so ein bisschen recherchiert und habe natürlich ein bisschen geguckt und hatte. Aber wo hast du dich als jemand, der jetzt mit der Materie eigentlich nicht so vertraut, wo war dein erster Anknüpfungspunkt? Meine Twitter-Community, die ist für so viele tolle Sachen großartig gut und hat mir schon so viele Sachen geholfen. Also auf deren Mist ist auch gewachsen, dass ich einen Podcast mache tatsächlich, weil ich hatte, als der erste Lockdown kam, war ich verzweifelt und habe überlegt, wie kriege ich das jetzt hin, dass ich weiter Informationen über den Hafen transportieren kann und weiter den Leuten zeigen kann, dass ich da bin, und habe so kurze Videos gemacht unter dem Hashtag Maike Rundfahrt statt Hafenrundfahrt und habe gedacht, dann drehe ich mich einmal um mich selbst so und nehme das auf und erzähle ein bisschen was dazu. Ja. Und an verschiedenen neuralgischen Punkten im Hafen stelle ich mich hin und filme einmal um mich rum. Und dann stelle ich das irgendwie online. Und dann habe ich das immer so als kleine 1-1,5 Minuten Dinger bei Twitter hochgeladen und da sehr positive Rückmeldungen zugekriegt. Und irgendwann hat jemand gesagt, Mensch, deine Stimme klingt doch prima, willst du nicht Podcast machen? So, wäre doch eigentlich auch eine gute Idee. Und ja, ich hatte keine Ahnung, was Podcasts sind, wie das funktioniert, was man dazu tun muss und wie man da eigentlich am besten irgendwie startet. Und habe dann so ein bisschen da mit einigen Leuten hin und her geschrieben und auch mal gefragt, so, was würdet ihr denken, sollte ich sowas machen und würdet ihr das hören und was würdet ihr euch da wünschen und so, welche Länge ist optimal und brauche ich ein Intro, brauche ich ein Outro, brauche ich was weiß ich alles, und dann habe ich einfach angefangen. Und bis heute werden meine Folgen als allererstes über meinen Twitter-Account veröffentlicht. Super. Also deine Gradlinigkeit, ich denke mir was oder mache ich das? Ich hätte gerne eine Scheibe davon. Kannst du mir das bitte mal vermitteln? Ich wäre manchmal gerne ein bisschen organisierter und würde vorher gerne ein bisschen mehr drüber nachdenken, was ich da so tue. Aber hat alles seine Vor- und Nachteile. Ja, da kann ich dir eine Scheibe Bedenken geben. Das ist gar keine Frage. Sorgen und so weiter. Und Podigy war dir dann auch von der Twitter-Gemeinde bekannt, also als genau, da kam irgendwie die Empfehlung, mach das doch da, und dann habe ich gar nicht mehr lange gesucht, weil ich dann gedacht habe, jo, klingt irgendwie so, als wenn man das auch gut handeln kann und als wenn das gut funktioniert, und habe es dann einfach gemacht. Also Raumakustik einzufangen, also oder wegzumachen sozusagen, also Probleme, da sind viele über Monate beschäftigt und du baust da einfach aus Stühlen und Decken so eine Höhle und dann ist das, woher wusstest du das? Das hat mir irgendjemand erzählt,
der sagte, der spricht immer in seinen Kleiderschrank oder so. Und dann habe ich gedacht, das finde ich irgendwie blöd, jetzt all mein Equipment mit in den Kleiderschrank zu nehmen. Und da hätte ich auch kein Licht gehabt, um dann meinen Text vernünftig zu lesen und mich nicht vernünftig hinstellen können. Dann habe ich gedacht, dann baue ich quasi sowas, ja, was irgendwie Schall schluckt, mir auf meinem Schreibtisch nach. Toll. Und offensichtlich hat es funktioniert. Oder vielleicht muss ich es auch gar nicht, das weiß ich nicht. Ich habe es jetzt nie mehr ohne probiert, sondern immer nur so gemacht. Hast du Rückmeldungen bekommen zu deinen Podcast-Angeboten? Melden sich die Menschen bei dir mit Kommentaren oder Tweets? Ja. Was schreiben sie? Kommen richtig schöne Kommentare, dass einfach viele sich auf einer Hafenrundfahrt versetzt fühlen oder das mitschippern können oder dass die Begeisterung durchaus auch trotz der gelesenen Texte rüberkommt. Entschuldigung. Und die sich nach Hamburg versetzen und sich freuen, einfach Hamburg auch mal neue Ecken kennenzulernen auf diese Weise. Und viele hören das gerne bei einer Autofahrt, weil es irgendwie so Viertelstunde, 20 Minuten lang ist und damit wohl eine ganz angenehme Länge hat. Und ich habe von vielen gehört, die tatsächlich alle Episoden durchgehört haben und immer nur sagen, wann geht's weiter? Denen muss ich dann jetzt erstmal sagen, jetzt müsst ihr einen Augenblick selber lesen, könnt ihr das Buch lesen. Aber es wird weitergehen, ja, wie gesagt. Und ja, so durchweg tolle positive Rückmeldungen und sehr viel Ermutigung, damit weiterzumachen. Sehr schön, sehr schön. Aber das Problem, dass du da Einnahmeverlust hast durch die Corona-Geschichte, das hast du da mit dem Podcast aber nicht. Nee, das habe ich nicht. Also ich habe durchaus manchmal, ich habe einen kleinen Hinweis, so nach dem Motto, wenn jemand den Trinkgeldhut für die virtuellen Rundfahrten sucht, dann gibt es den Link zu dem PayPal-Me-Konto, aber darüber kam tatsächlich über Twitter wahnsinnig viel im ersten Lockdown. Da war ich wirklich überwältigt, wie viele Leute auch Gutscheine gekauft haben und mir damit über die erste schwere Zeit sehr, sehr geholfen haben und damit ja auch ihre Hoffnung zum Ausdruck bringen. Wir glauben an die Idee, das wird weitergehen. Und das war eine unfassbar großartige Geste davon so vielen. Auch im Podcast ist es tatsächlich auch so, dass immer wenn eine neue Folge kommt, gibt's einige, die dann automatisch dann mir da einen kleinen Betrag überweisen, so, das ist fantastisch. Also, das weiß ich sehr zu schätzen und bin da sehr dankbar, dass es solche Menschen gibt, die das so unterstützen und damit ja auch quasi den Glauben an das Weiterbestehen untermauern. Ja, das ist also aller Ehren wert und aller Dank wert auf jeden Fall. Das ist unfassbar großartig, ja, wirklich. Ja. Also, aber es war nicht die erste Idee, damit jetzt Geld zu verdienen, sondern es war die erste Idee, Kontakt zum Publikum sozusagen irgendwie halten zu können. Genau, präsent zu bleiben. Ja. Und ich habe mich auch lange gewehrt gegen dieses PayPal-Ding, weil ich immer gesagt habe, ich will das nicht. Aber es kamen dann so viele, die gesagt haben, wir wollen dich aber unterstützen, wir wollen dir helfen. Sag, wo können wir es machen? Und dann habe ich irgendwann gesagt, na gut, dann mache ich es jetzt. Aber es hat sich komisch angefühlt, aber ich bin so dankbar, es hat mir wirklich so geholfen für den Anfang, aber das war nicht der Gedanke, sondern ich wollte einfach zeigen, ich bin noch da und ich werde auch da bleiben und ich gehe auch nicht weg und das ist tatsächlich jetzt auch so. Also ich bin, heute hatte ich das Glück, durfte ich mal wieder mitschippern im Hafen, ein bisschen auf einer Barkasse mitfahren und es war so ein Aufblühen. Wir waren da für so ein kleines Projekt, das in den nächsten Monaten vielleicht dann auf die Bildfläche kommt, unterwegs im privaten Kreis. Aber es war so schön, mal wieder auf dem Schiff zu stehen und Wellen unter sich zu haben und die Möwen kreischen zu hören und ja, mittendrin zu sein. Ach ja, du hast das ja dann auch gar nicht. Ist ja ganz klar. Es ist ja nicht nur, dass deine Gäste nicht da sind, sondern klar, dann charterst du auch kein Schiff, dann bist du eben auch gar nicht in der Situation. Richtig. Natürlich. Die meisten Schiffe sind dir auch stillgelegt. Das genauso, ne? Ja. Ja, genau. Klar. Genau, also das ist schon, ich hatte neulich mal einen Fototermin nur auf einer liegenden Barkasse und also auf einer, die fest angebunden war und die nicht gefahren ist. Und allein das schon, da wieder aufs Schiff zu gehen und da ein Fenster aufzumachen und zu sagen, och, jetzt fühlt sich das gerade an, als würden wir gleich losschippern. Das ist so ein
so ein ganz erfüllendes Gefühl und da freue ich mich wie Bolle drauf, wenn es demnächst hoffentlich irgendwann wieder losgeht. Und wie gesagt, ein bisschen müssen wir noch warten. Der Tourismus hat da ja keine Priorität, was ja auch nachvollziehbar ist, aber so irgendwann demnächst hoffe ich, dass ich wieder Leute begeistern kann vom Hamburger Hafen. Wird dann der Podcast voraussichtlich zur Seite gelegt oder? Nee, ich möchte ihn unbedingt weitermachen. Also gerade auch jetzt, mir tut das immer so leid, wenn ich es dann mal so 2-3 Monate nicht schaffe, wieder eine neue Folge zu produzieren. Aber mit dem Hintergrundwissen, was ich jetzt eben erzählt habe, dass es eben tatsächlich gut 8 Stunden dauert, bis ich so eine Folge zusammen habe, ist das vielleicht dann verständlicher, warum ich nicht so eine Folge nach der anderen dann mehr raushaue. Aber ich möchte es weitermachen, ich möchte es zu einer Dauerinstitution machen und mir macht es wahnsinnig viel Spaß und ja, weil ich glaube dran, dass es weitergehen kann. Aber immer mal mit Pausen vielleicht ein bisschen. Dass man mir da nicht so böse ist, wenn es mal kurze paar Wochen Pausen sind dazwischen. Das ist ja, du bist ja da die Chefin. Du kannst auch machen, was du willst. Also wenn du dann, ja gut, wenn du natürlich das, die Sorge hast, dass die Leute dann hinter verärgert sind und sagen, was. Nee, ich möchte ja, dass Maike die da bleiben und dass die sich freuen. Ja, klar, natürlich. Sollen ja gerne zuhören. Ja. Weil du vorhin sagtest, eventuell mit Gästen, also quasi dialogisch das Ganze dann zu machen, das wird ja dann nicht die Beschreibung einer Hafenrundfahrt sein, vermutlich. Nee, richtig. Oder im Dialog dann das zu beschreiben. Der eine guckt das Südufer an, der andere das Nordufer oder so. Nee, das wird's nicht. Nee, es werden tatsächlich, wird in Richtung Hafengespräche gehen mit Persönlichkeiten von der Hafenkante. Werde ich mich austauschen zu verschiedenen Sachen und da gibt's demnächst mehr. Also innerhalb der nächsten 4 Wochen definitiv. Wow. Naja, ich meine, wenn du da auf irgendwelche Messboote gehen darfst oder was weiß ich, wo bei Schleppschuten oder so mitfahren darfst, das wäre natürlich eine super Gelegenheit, den Leuten das Mikrofon unter die Nase zu halten, wenn du dann so einen mobilen Rekorder hättest und dann kann dann der Kapitän, die Kapitänin, wäre ja auch toll, einfach die Vielfalt im Hafen auch zu zeigen, dann vielleicht auch einfach mal so ein bisschen Tacheles reden da so. Also, ja, wenn sie das denn also, wollen. Wir sind da gerade mitten im Entwickeln und ich glaube aber, das wird ganz spannend. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich verrate trotzdem noch nicht so viel. Und ich muss mindestens die Cap San Diego wieder zurück in den Hafen holen. Die schippert ja in meinem Podcast immer noch mitten auf der Elbe rum. Und die muss ich ja noch wieder einfangen. Und die muss auch noch vernünftig wieder festgemacht werden an der Überseebrücke. Das wollte ich gerne im nächsten Podcast ein bisschen beschreiben, wie diese Dockschlösser da funktionieren und was das eigentlich für ein Wahnsinnsmanöver ist, so ein Riesenschiff da zwischen den Landungsbrücken und der Überseebrücke, den Pontons da reinzuholen. Und wie sich das anfühlt, wenn man da oben auf der Brücke zwischen dem Hafenlotsen und dem Kapitän stehen darf und ja, da das alles aus allernächster Nähe mitkriegt, was das auch für eine Anspannung bedeutet, weil eben ein Schiff nicht ein Auto ist, was auf einer festen Straße fährt, sondern immer dem Wind und den Wellen da so ausgeliefert ist. Und das so ein bisschen in die nächste Episode zu verpacken, das wäre mein Wunsch, dass ich das demnächst hinkriege. Damit spielst du mir gerade sowas von in die Karten, das kannst du dir gar nicht vorstellen, weil mein letzter Punkt auf meiner Liste ist die Cap San Diego, die steht hier tatsächlich. Der weiße Schwan des Atlantiks, hast du ihn, glaube ich, genannt, ne? Südatlantiks, genau, der weiße Schwan des Südatlantiks. Die Cap San Diego ist ja früher für die Hamburg-Süd-Reederei von Hamburg nach Südamerika geschippert im Liniendienst und ist ein Schiff aus den 60er Jahren in Hamburg gebaut, auf Finkenwerder bei der Deutschen Werft und ist dann lange unterwegs gewesen, aber heute eben nicht mehr konkurrenzfähig einsetzbar, weil es eben ein alter Stückgutfrachter ist, der noch so eigene Ladekräne an Bord hat und damit können die heutzutage die Mengen gar nicht mehr wuppen und seit der Container aufgekommen ist, in den 60er Jahren war eigentlich dann die Zeit von diesen Stückgutschiffen ziemlich schnell vorbei. Also späte 60er Jahre kamen die ersten Containerfrachter und damit war es dann eigentlich zu Ende mit diesen schönen, alten, eleganten Schiffen. Und es wurden immer mehr diese kastenförmigen, die wir heute haben. Ja, die 8000 und, 8000 ist wenig, ne? Also was hat die hier? Das die ist wenig, 24.000. 24.000.
einfach Irrsinn, einfach Irrsinn. Also ja, ist der halbe Weltmarkt auf einem Schiff unterwegs. So will weh, das bleibt da mal irgendwo stehen, dann ist gleich schon Versorgungsengpass hier. Ja, wenn dann so einer da quer steht im Suezkanal, ist schon schlecht. Das ist schon absolut irre. Ich habe die Episode mit der Cap San Diego gehört. Wir sind also quasi Gast auf dem Schiff an Bord, so heißt das Wort, genau. Finde ich. Wir sind Gast an Bord und fahren mit der Cap San Diego dann Richtung mit Hamburg im Rücken raus. Genau, Richtung Nordsee. Noch so, genau. Und dann habe ich mir echt die Frage gestellt, ist das jetzt eine Fiktion? Weil ich kannte die Cap San Diego als fest verteutes Museumsschiff, was gar nicht mehr irgendwie rausfährt. Dann habe ich aber heute mal die YouTube-Universität besucht und festgestellt, es gibt nicht nur die TÜV-Fahrt, die ich vor einiger Zeit mal schon gesehen hatte, also da wurde das Schiff irgendwie zum TÜV gebracht und wieder zurück, sondern es gibt tatsächlich regelmäßige Fahrten mit dem Museumsschiff, das wusste ich überhaupt nicht. Also genau, das ist gar nicht so so abseitig, was du da erzählt hast. Nein, also vor allem ist es natürlich ja auch eine persönliche Erfahrung. Also ich selber durfte ja schon auf dem Schiff moderieren und mitfahren auf Gästefahrten und das ist das größte fahrtüchtige Museumsfrachter der Welt ist die Cap San Diego und die fährt also jedes Jahr mehrfach raus, fährt mehrfach nach Cuxhaven und zurück oder auch mal durch den Nordostseekanal und ist so ein bisschen in der Deutschen Bucht unterwegs und das ist faszinierend, wirklich auf so einem großen alten Schiff unterwegs zu sein, weil die Perspektive, der Blickwinkel, von dem man aufs Ufer und auf die Stadt guckt, der ist natürlich ganz anders, als wenn man mit einem kleinen Schiff unterwegs ist. Und wenn man gerade so an den Blom- und Voss-Docks vorbeifährt, wenn man frisch abgelegt hat an der Überseebrücke, dann kann man auch mal in dieses Trockendock Elbe 17 reingucken, weil man einfach von oben guckt. Oder man guckt von oben auf die Landungsbrückenpontons und das wirkt plötzlich alles ganz anders und viel kleiner und es hat sowas Majestätisches, auf so einem großen, alten, schönen Schiff durch den Hafen zu schippern oder auch die Elbe dann entlang. Das ist wirklich empfehlenswert. Und die Crew ist aber dann auch aus Ehrenamtlichen zusammengesetzt. Ne? Das sind genau, das ist eine Mischung aus Festangestellten und Ehrenamtlichen, aber der Großteil sind die Ehrenamtlichen und die halten da die Maschine am Laufen, was natürlich auch nicht so selbstverständlich ist, weil man da schon eine Menge Erfahrung braucht und das nicht die Technik ist, wie man sie heute auf einem großen Frachter finden würde, sondern natürlich die Technik der frühen 60er Jahre und da muss man schon auch den ein oder anderen Handgriff beherrschen und wissen, wie das im Hintergrund alles so funktioniert. Und dieses Wissen wird immer weitergegeben natürlich und sie suchen immer händeringend auch jüngere Kollegen, die Lust haben, da mitzumachen. Und jeder, der also technisch begeistert ist, dem kann ich nur empfehlen, auf der Cap San Diego mit anzuheuern. Die haben eine ganz fantastische ehrenamtliche Crew, die auch immer gerne Neuzugänge mit aufnimmt. Ja, die also in dem Film, den ich da gesehen habe, war die zweite Hand hinter dem Kapitän, war eine Frau. Genau, und die Heike wurde sie genannt und ich hätte nicht richtig zugehört und habe dann aus Heike Maike gemacht und dann habe ich zweimal hingeguckt. Hatte, am Ende bist du noch diejenige, die da durch die Gegend schippert, aber du hattest ja schon vorher gesagt, nein, du hast kein Kapitänspatent. Und da habe ich keine Ambitionen. Du weißt, wo deine Grenzen sind, also wo deine Spezialitäten liegen. Du weißt, was du kannst, aber du weißt auch, was du nicht kannst oder nicht können willst, nicht verantworten. Genau, möchtest. Ja, oder wo ich einfach denke, das können andere definitiv besser, das lasse ich die gerne machen und konzentriere mich dann auf die Sachen, die ich gut kann. Ja, das ist total super. Ich würde gerne den Sebastian mal fragen, wann war denn deine letzte Hafenrundfahrt, Sebastian? Und warst du schon mal in Hamburg? Hast du schon mal eine Hafenrundfahrt in Hamburg gemacht? In Hamburg noch nicht. Meine letzte Hafenrundfahrt, da muss ich mir gerade überlegen. Schon länger her. Ich glaube so mit Anfang 20 irgendwann, glaube ich, müsste es gewesen sein. Auf irgendeinem Ausflug, aber so. Ja. Ja.
Kannst du dir so eine Tour, die Maike da gerade beschrieben hat, an eher unbekannte Ecken und vielleicht auch eine Hafenwahrnehmung jenseits der üblichen Klischees, kannst du dir das vorstellen? Ja, auf jeden Fall. Also das was jetzt Maike erzählt hat, das hat schon sehr, sehr stark Lust gemacht. Also wenn es wieder zulässig ist, dann ist das auf jeden Fall für Hamburg etwas, genau. Wo kann man nicht denn buchen oder wo kann man so etwas dann buchen, wenn es wieder geht? Auf deiner Webseite oder wie? Genau, auf meiner Website elbinsel-tour.de. Da finden sich alle Termine. Ich habe auch ganz optimistisch ab Juni Termine geplant. Ob wir tatsächlich in der ersten Juniwoche wieder starten dürfen, das weiß ich noch nicht. Aber ich bin optimistisch, dass es Mitte, Ende Juni wieder losgehen kann und wir viel frische Luft ja dann auf den Schiffen haben und die Buchungen tatsächlich nicht über irgendein großes Portal oder sowas, sondern das läuft alles noch über mein kleines Ein-Personen-Unternehmen hier. Und das trage ich dann zusammen und ja, habe damit auch den direkten Draht zu den Gästen, wenn jetzt sich da irgendwo was ändern sollte oder so, das ist auch immer dann ganz komfortabel. Sehr schön. Ja. Ja, machst du einen schönen QR-Code von der Corona-Warn-App an deinem Schiff, wo ja. du dann mitfährst, dann kannst du auch an der ganzen Meldekette mitwirken, die es da wahrscheinlich ja immer noch zu beachten geben wird. Ja, genau. Wir müssen warten halt, wie jetzt die Auflagen sind, weil den Mindestabstand können wir auf den Schiffen nicht realistisch halten. Da hatten wir letztes Jahr 2-3 Touren Anfang Juni, als es so wieder losging, wo wir das machen mussten. Und das hat aber einfach überhaupt keinen Sinn gemacht, weil wenn man auf dem Schiff mit so viel, auf einem kleinen Schiff mit so viel Abstand ist, dann kostet es mehr zu fahren als ja, das Schiff einfach liegen zu lassen und nichts zu tun. Ja, und drauf bezahlen ist ein bisschen unwirtschaftlich dann in dem Sinne. Insofern, es muss so eine gute Mischung sein. Und ich denke aber, dass wir, oder ich habe auch die Rückmeldung bekommen von den Gästen letztes Jahr, dass die das Gefühl hatten, dass wir sichere Touren gemacht haben, weil wir Maskenpflicht an Bord hatten und auch wirklich ja die ganze Zeit Fahrtwind haben. Also wir haben nirgendwo einen geschlossenen Raum. Ich habe auch immer darauf bestanden, dass alle drinnen Fenster weitestgehend geöffnet werden. Wir haben immer ein Dach oben drüber gehabt, aber von der Seite kam halt schon mal Wind. Und dagegen kann man sich anziehen, wenn man da ein bisschen empfindlich ist oder vielleicht nicht so den Durchzug mag. Und das hat eigentlich für alle, die letztes Jahr dabei waren, gut geklappt. Und ich würde mich freuen, wenn wir das bald wieder machen können. Das wünsche ich euch. Ich glaube, da stimmen Vera und Sebastian auch mit ein. Ne? Also das kann man ja wirklich nur wünschen. Also ich meine, das bisschen Normalität in Anführungszeichen, was wir jetzt seit anderthalb Jahren nicht mehr kennen, das wünschen wir uns natürlich irgendwie alle. Aber ja, natürlich na klar. vor allen Menschen, die auf Publikum angewiesen sind, deren Geschäftsmodell darauf basiert auch, dass eben Publikum da ist. Sei es eben Räume oder eben Agenturen oder so wie du halt eine selbstständige Unternehmerin, die sagt, hier, ich biete euch was an, aber ihr müsst auch kommen. Wenn ihr nicht da seid, dann kann ich auch nichts verkaufen. Das funktioniert besser mit Gästen, Und, genau, aber es ist eben auch so, dass man dann kreativ wird und dann eben mal guckt, also ich glaube, ohne Corona hätte ich keinen Podcast und hätte ich kein Buch und wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin. Insofern hat es dann auch wieder neue Wege erzwungen, klingt irgendwie falsch, aber mich dazu bewogen, auch mal neue Wege zu gehen, die sonst nicht gekommen wären. Und das finde ich großartig. Du gehörst wirklich zu den Menschen, denen man Steine in den Weg legt und sie nehmen sie und bauen sich ein Haus daraus, ne? Also wirklich. Corona hat was Positives. Das ist das Erste, was ich gehört habe. Also, aber natürlich hast du recht, ne? Es gibt Anstöße, also es gibt einfach es gibt Grund, die bisher eingetretenen Pfade eben nicht mehr weiterzugehen, sondern man wird gezwungen, irgendwas anderes zu machen und es muss ja nicht zum Schlechten sein. Das ist genau, richtig aber gedacht. Man muss halt schon gucken, dass man sich bewegt so und das hilft dann, solche Situationen besser durchzustehen.
ach toll, so ein Unternehmergehen, das ist einfach schön. Und du kommst, also du kommst aus einer Lehrerfamilie und hast ein Unternehmergehen. Also du hast nicht das Gehen, ich möchte mich verbeamten lassen und für den Rest meines Lebens. Nee, das habe ich nicht. Der Obersekunda irgendwie Latein beibringen oder was auch immer. Nein. Was nichts Schlechtes sein muss, nicht jetzt kein Lehrerbashing machen. Wer das machen möchte, soll das ja gerne tun. Aber ich glaube, du bist da wirklich da, wo du jetzt bist, besser aufgehoben. Klingt jedenfalls so. Mhm. Doch, schön. Da bin ich auch überzeugt von. Super, freut mich sehr. Ja, ich würde gerne langsam von der Gartenbank runterkommen, aber natürlich nicht ohne dich zu fragen, ob du von deiner Seite noch irgendetwas erzählen möchtest, was ich jetzt nicht angefragt habe, ob wir da noch einen wichtigen Aspekt deiner Person oder deiner Idee sozusagen nicht berührt haben. Ich glaube, wir sind schon ganz gut. Nee, ich glaube, wir haben eine gute Querbeet, wie man so schön sagt. Das soll eigentlich jetzt noch kommen, aber gut. Durchgeflügt. Einmal gesehen. Das hat total Spaß gemacht, mich mit euch zu unterhalten. Fand ich super. Und falls noch irgendwelche Fragen irgendwo offen geblieben sind, darf mich jederzeit gerne kontaktieren und fragen. Und kann man sich gerne auch auf anderen Kanälen weiter austauschen. Da bin ich immer ein Freund von, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und wie gesagt, dann demnächst auch im Podcast mehr dazu. Genau. Und wer noch mehr von Maike wissen will, der findet auf der Webseite elbinsel-tour.de alles, was es über Maike zu wissen gibt. Da gibt es auch den Podcast, also einen Link zum Podcast, der auf Podigy. Ja, genau. Man kann ihn auch direkt finden, maikeimhafen.podigy.io, da findet man ihn auch. Bei FIT ist er auch gelistet, wenn man da mal in die Suchmaschine was eingibt. Und jetzt sagst du doch zum Schluss nochmal den Titel deines Buches und wo man das kriegen kann. Mein Buch heißt Meine große Freiheit, wie ich das Glück im Hamburger Hafen fand. Und das ist erschienen in der Reihe Sehnsuchtsorte bei Eden Books. Und das gibt es überall im Buchhandel. Also wenn man einfach Meine große Freiheit und Maike Brunk irgendwie googelt, dann kriegt man da eine Menge Angebote oder hoffentlich auch in den Buchhandlungen irgendwo. Ich habe mich ganz so gefreut, als ich das erste Mal in Altona am Bahnhof letzte Woche auf dem Tisch neben dem Buch von Olivia Jones und dem von Herrn Gauck gesehen habe. Dazwischen lag ich so eingebettet. Das war irgendwie eine ganz gute Mischung. Irgendeinen Passanten so am Ärmel zupfen. Das ist meins, das ist meins. Ja, natürlich habe ich da ganz groß gestanden und habe gesagt, juhu, da schön. Ist es, genau. Total. Das ist schon ein besonderes Gefühl, schön. Wenn man dann so sich selbst da liegen sieht im Regal. Ist der Titel von dir? Der ist ja so vielschichtig. Kooperation zwischen dem Verlag und mir. Wir haben da lange dran getüftelt und dann war es einfach ein Volltreffer, finde ich. Also ich finde ihn grandios, das passt. Und fürs Titelfoto ist eine Fotomontage entstanden, wie ich auf dem Schiff sitze, vorne auf dem Bug, wo man sonst natürlich nicht sitzt. Und da quasi mit einem baumelnden Bein vorne über die Reling sitze. Und das ist montiert worden vor einem Bild vom Containerterminal. Und ich finde es richtig gelungen und richtig schön und freue mich immer, wenn ich es sehe. Ja, bei Große Freiheit, da denkt man ja an Hans Albers und wirklich ganz alte Zeiten Hamburgs. Ne? Mhm. Und dann aber gleichzeitig die Große Freiheit ist ja irgendwie auch so ein Seemannsmotiv, irgendwie eine alte. Und dann aber zu wissen, dass du dich da irgendwie ja auch aus deinem ersten Lebensentwurf sozusagen befreit hast und einfach dann was Absolut, Neues gemacht hast. Ja. Ne? Also es kommt mir wirklich vor wie ein komplett neues Leben und ich rede auch immer von der Zeit, früher als von meinem alten Leben und das jetzt, das bin ich. So, jetzt passt schön, es richtig. Schön. Und noch schöner ist, dass Podcast, wenn auch ein kleiner, aber immerhin ein Teil davon ist. Das ist doch total schön. Genau. Super. Klasse. Ja, Maike, danke schön bis hierhin. Also wir gehen quasi jetzt von der Gartenbank runter. Ganz lieben Dank für die Einladung. Wunderbar. Also wie gesagt, manchmal brauchen die Dinge ein bisschen, wir hatten diverse Hinweise auf dein Angebot schon bekommen, also auch aus unserer Hörerschaft gibt es aktive Hörerinnen und Hörer deines Angebotes. Du bist keine Unbekannte da mehr, aber man braucht ja auch immer so ein bisschen, also ich brauche immer so ein bisschen, weiß nicht, den richtigen Moment. Und der war an dem Tag gekommen, als ich dich angeschrieben habe. Da habe ich einfach gesagt, so, jetzt machen wir das mal. Und es ist ja ganz wunderbar aufgegangen. Es war ja relativ kurzfristig wieder. Aber toll, total toll, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen lieben Dank. Sehr dass gerne. Das heute passt. Hat Spaß gemacht. Du bist herzlich eingeladen, uns bis zum Ende der Sendung noch zu begleiten, wenn du Lust hast. Manche Gäste gehen auch früher, manche bleiben auch einfach und geben immer mal wieder ihren
Beitrag und wenn wir irgendwas besprechen, sagen Sie ja auch was dazu. Wir haben ganz zum Schluss noch die Rubrik Blütenschätze, wo wir uns gegenseitig Sachen vorstellen, die wir mal irgendwie gesehen und gehört haben. Da könntest du heute zum Beispiel dein Buch unterbringen und sagen, das hat mich am meisten beeindruckt. Habe ich noch nicht genug beworben. Naja, das soll ja für dich auch einen gewissen Mehrwert haben, dass du uns hier so schön erzählt hast. Also wir können ja nichts geben außer Aufmerksamkeit. Das können wir dir schenken und vielleicht auch unsere Hörenden. Also von daher ist das eine gute Münze, mit der wir zahlen können. Vielen lieben Dank. Okay, bleib einfach da, wenn du willst. Bleib noch da, genau. Und dann hör euch erstmal ein Stück weiter zu. Weiter, ich glaube, wir kommen ins Querbeet, wo aber nicht so viel ist. Ich schau mal, wir kommen mal ins Querbeet. Querbeet, ja. Üblicherweise so ein bisschen eine Technikecke, aber nicht nur. Da passieren also alle möglichen Themen kommen hier zur Sprache. Bis vorhin stand hier in unserer Liste gar nichts, dann habe ich was eingetragen. Aber ich frage mal lieber vorher den Techniker, vor dem Herrn Sebastian. Gibt es aus deiner Feder irgendwas Neues oder hast du im Podcastland irgendeine Neuerung wahrgenommen, über die es sich lohnt zu sprechen? Nee, tatsächlich nicht. Aber das heißt wie immer nichts. Also wenn ich irgendwas habe, was mir entgangen ist, was durchaus passieren kann, da ich jetzt auch in letzter Zeit sehr viel an anderen Dingen beschäftigt bin, die gerade Zeit nehmen, kann das natürlich sein. Dann schlag gerne was vor, dann besprechen wir das hier natürlich nochmal. Aber aktiv ist mir nichts aufgefallen. Die Republika läuft, glaube ich, ist heute angelaufen, da hast du aber auch nichts von mitbekommen. So. Tatsächlich nicht, nee. Okay. Wenn du sagst, du bist mit anderen Dingen beschäftigt, das heißt, wo du mit Geld verdienst, richtig? Auch, unter anderem, genau. Ach so, auch. Und an dem Projekt, die Welt zu übernehmen. Ja, es gibt ja noch was? Andere Events, die noch so stattfinden. Kannst du darüber reden oder musst du uns dann umbringen? Nee, erst wenn es soweit ist. Okay, erst Eingang, dann Gag, der alte Spruch. Alles klar, sehr gut. Ja, ich habe dann hier mal eingetragen, das, was uns die Claudia die Tage zugeworfen hat. Ich bin, muss ich gestehen, nicht ganz auf dem Laufenden. Also ich sag's mal, Claudia hat eine Webseite gebaut mit anderen Menschen zusammen. Und sie nennt sich litera.tools. Da geht es unter anderem darum, Werkzeuge für kreative Schreiberinnen und Schreiber zu schaffen. Hat einer von euch sich näher damit beschäftigt? Können wir da ein bisschen mehr dazu sagen, als zu den Klappentext vorlesen? Ich möchte es einfach gerne nennen. Als Bitte, Claudia Vera. Es schickte, war ich gerade arbeiten und da habe ich nicht mehr reingeguckt, muss ich zugeben. Okay, ich lese dann einfach mal den Klappentext und dann kann Sebastian sagen, was es ist. Hurra, es ist soweit. Literatools geht offiziell für euch an den Start. Einen ganz großen Dank allen fleißigen Testerinnen, die sich ausgetobt und uns Fehlermeldungen geschickt haben, damit wir die Plattform für euch besser machen können. Jetzt haben wir einen Status erreicht, wo wir uns trauen, den Schritt in die Öffentlichkeit zu gehen. Es ist schon ziemlich aufregend. Wir starten mit 3 Services, die bereits für euch bereit sind. Literatur.social. Das ist Mastodon, dann pada.litera.tools, das sind Isar-Pads und events.litera.tools, Mobilization. Ihr merkt, ich weiß das nicht, was es ist. Und dann heißt es weiter, 4 Services. Wir haben mal mitgezählt, 1, 2, 3. Also 4 Services, wenn wir die Möglichkeit mitrechnen, dass ihr ein zentrales Login für alle Litera-Tools-Services verwenden könnt. Man findet das Ganze unter www.litera.tools/la-la-la-launchday. Nein, das kann es ja nicht sein. Also litera.tools. Es klingt wie so ein Werkzeugkasten für Menschen, die sich irgendwie in der Literatur bewegen. Würdest du das auch so sehen, Sebastian? Ich denke schon, also wenn Claudia ist ja vom Fach, also wird das sicherlich auch der Zielgruppe gerecht werden. Das kann ich natürlich selber schwer einschätzen, aber das steckt als Idee dahinter, genau.
Ja, das sind Open-Source-Lösungen und genau, die sind so gebündelt, dass man quasi alles mit einem Account auch nutzen kann, soweit ich das dem entnehme. Und das ist so die zentrale Idee dahinter, dass man quasi ja gegenüber den großen Anbietern, wo man sich ja teilweise dann auch in schwierige datenschutzrechtliche, bedenkliche Situationen begeben kann, jetzt einfach eine offene und freie Variante hat, die da gegenübersteht und dieses einfach Benutzen einfach auch da anscheinend im Vordergrund auch steht. Kennst du den Dienst Mobilison? Nee, habe ich da tatsächlich auch zum ersten Mal dort gelesen, ja. Aber das, okay. Das scheint dann, was gibt's, was nutzt man hier nochmal? Dieses Meetup zum Organisieren. Podcast-Meetups werden ja auch darüber veranstaltet. Also sowas ähnliches in Open Source scheint das zu sein. Ja, das geht ganz klar in Richtung Fediverse, ne, oder? Wenn ich das so, diese, genau, also ja, dieses, genau, mobil, also es sind verschiedene Open-Source-Tools, die halt gebündelt sind. Also das eine ist halt ein Mastodon-Server, eine Social-Instanz. Dann gibt es halt BigBlueButton als Videokonferenz-Lösung oder diese Etherpads, wo man halt gemeinsam an Dokumenten arbeiten kann. Und genau, dann gibt es dieses Mobilson, das ist halt, um halt Events anzukündigen, Gruppen halt zusammenzubringen, also was weiß ich jetzt, verschiedene, also bei uns deswegen den Begriff eben, gibt es ja zum Beispiel auch verschiedene Meetups in verschiedenen Städten, dass man sich zu so einem Podcast-Meetup irgendwie treffen, verabreden will, das wäre sowas etwas, was bei uns in der Community ja häufig gemacht wird, wenn es gerade nicht Corona ist. Aber dann gibt es wahrscheinlich Online-Events gerade. Ich wollte gerade sagen, gerade weil Corona ist, brauchst du ja vielleicht diese Online-Tools. Ich war Testzugucker. Claudia hatte die Tage irgendwie gesagt, kann mal jemand schauen, ob das so funktioniert? Sie hat dann eine Lesung gemacht. Sie hat aus einem eigenen Werk vorgelesen, saß auf dem Balkon, hat da vorgelesen. Und ich glaube, das war dann wohl BigBlueButton oder so. Jedenfalls war das für sie eine Möglichkeit, eine Lesung durchzuführen vor Publikum, ohne eben, dass die Menschen direkt da sind. Also sie kann dann ihr Werk irgendwie unter das Volk bringen. Könnte vielleicht auch für Maike eine interessante Lösung sein. Obwohl, es ist ja immer nur das Halbgute. Also so über das Netz. Besser ist natürlich direkt. Aber wenn es eben noch länger dauern sollte oder wir noch, was weiß ich, vierte, fünfte Welle irgendwie durchstehen müssen, dann ist man vielleicht froh um solche Werkzeuge. Wer weiß. Ja, gut. Also beim nächsten, übernächsten, wann auch immer Claudia persönlich wieder da sein wird, da fragen wir sie nochmal ganz genau und dann wird sie uns bestimmt auch haarklein erzählen. Technisch ist sie ja da auch völlig auf dem Laufenden, was sie sich da ausgedacht hat oder was sie sich da gemeinsam ausgedacht haben. Es scheint ja doch eine größere Entwicklergruppe da am Werke zu sein. Aber es ist auf jeden Fall jetzt schon mal in der Welt und man kann da auch auf der Webseite, ich sag nochmal die URL litera.tools, kann man einfach mal draufgehen und gucken, ob da was vielleicht für den einen oder die andere dabei ist. So, das wäre dann das Querbeet. Wie gesagt, heute kurz und wie sagt Rainer Dremfort immer, kurz, aber schön, ne? Genau, also ein Querbeet im Stil von Mincorrect. Ja, Lars ist nicht da, aber wir haben trotzdem einen Blühkalender, weil nämlich der Sebastian einspringt dafür. Zum Blühkalender bitte. Was ist los im Podcastland? Ganz spontan springt ein der Sebastian und lass mal hören, was du weißt. Ja, viel ist es nicht, aber zumindest was jetzt den Terminkalender angeht, genau, ihr findet den halt immer im Sendegate unter Podcast-Termine 2021. Dort könnt ihr auch natürlich eigene Termine eintragen, es ist ein Wiki. Und am 26.05. Gibt es dort einen Zoom-Termin oder Teilnahmemöglichkeit wie zum Thema, wie gehe ich mit angespannten Gästen um? Tipps und Tricks sowie gemeinsamer Austausch, Event des Podcast Clubs Schweiz um 19 Uhr statt. Dann im Juni am 3.6. in Berlin, beziehungsweise vermutlich noch virtuell, findet der zweite Deutsche Podcastpreis statt. Da habe ich jetzt keine weiteren Informationen zu.
Und im Juli, da ist zwar jetzt das Funheim gelistet, aber da ist anscheinend noch in Planung und es wird von einem Podcamp, steht hier auch noch mit drin, wobei das, glaube ich, immer noch als Hochsommer angekündigt war. Deswegen glaube ich, da gibt es keine Neuigkeiten zu. Ich habe jetzt nicht weiter recherchiert oder wisst ihr da mehr? Ich kann nur was zum Funheim sagen, dass es tatsächlich noch in der Planung ist und dass es da bald mehr Infos geben wird. Genau. Was wir vielleicht auch noch erwähnen können, also wir hatten es jetzt gerade angekündigt, dass das Podstock halt nicht vor Ort stattfinden wird. Der Termin bleibt, es wird wieder ein virtuelles Event und mehr Details gibt es dann, denke ich mal, in den nächsten Wochen dann spätestens dazu. Okay, das große Podcasterinnen und Podcaster-Treffen, Barcamp. Ich habe heute, gestern habe ich ein Schild gesehen. Wie war das denn noch? Lernen, Spaß und Kochen, Seminar. Also es war so ein Türschild, richtig, von so einer Agentur, die irgendwie drei Begriffe unter einen Hut gebracht hat und ich habe gedacht, hä, haben die bei Podstock abgeguckt? Also das war wirklich so, dass man das hätte, ich wollte es noch fotografieren, ich habe dann am Rückweg vergessen, da anzuhalten. Das hätte so auf Podstock gepasst, weil es einfach diese bunte Vielfalt ganz gut in drei Worte gekleidet hat. Ja, nutzlose Informationen von mir. Okay. Vielen genau. Dank für den spontanen Kalender und für die Informationen. Wie immer kann man das ja auch nachlesen im Sendegate. Ich habe heute erstmal hier in unserem Trello, da war immer noch der Link auf den Kalender 2018, weil der Lars das immer ganz in eigener Regie macht. Der hat sich hier um meinen Eintrag überhaupt nicht gekümmert. Habe ich erstmal heute um 3 Jahre nach hinten verlegt. Hab ich dachte auch gedacht, meine Güte, machen das schon 3 Jahre und länger? Ist Wahnsinn. Naja, sehr schön. Schön sind aber auch die Setzlinge und wir haben tatsächlich 3 Stück mitgebracht. Ein Setzling ist mir quasi über Twitter zugelaufen. Mike hat ja gerade auch schon erzählt, über Twitter gibt es schon mal Impulse, den einen oder anderen. Und ich bin über Twitter auf den Herrn Panda-Bär aufmerksam geworden. Das ist Byung-Jin Park. Der ist erfolgreicher Rechtsanwalt, würde man mal sagen, und hat eigentlich, also wenn man so von außen drauf guckt, ne, das alles... Das ist ein gutes Leben, aber er kämpft gegen den schwarzen Hund und hat mit Depressionen zu tun. Die treiben ihn ganz schön um und das ist nicht so ganz einfach, was er da durchgemacht hat in den letzten Jahren. Inzwischen hat er auch ein Buch dazu geschrieben, das vielleicht kann man hier auch noch kurz erwähnen, und hat aber jetzt auch einen Podcast gestartet, um davon zu erzählen, um anderen Menschen, die das gleiche Problem haben, vielleicht an seiner Lösung irgendwie teilhaben zu lassen oder einfach nur Mut zu machen, dass sie nicht alleine sind mit diesem Problem. Ich habe versucht, seinen Teaser, er hat einen 2 Minuten 20 Teaser da aus seinem Anchor FM herauszupulen. Ich habe es nicht geschafft. Vielleicht habe ich mich dumm angestellt, kann sein. Aber es gab keine Möglichkeit, einfach mal so sagen, so hier Download. Ging nicht. Ich habe es aus dem RSS-Feed rauspulen wollen. Da war der Trailer nicht drin, da war nur die erste Episode drin. Also ich habe es dann irgendwann aufgegeben. Bei Bedarf hört es euch gerne selber an. Also hier gibt es jetzt nur den Klappentext. Und zwar schreibt der Byung-Jin Park, noch ein Podcast, wer braucht das? Finden wir es heraus. Er ist Autor des Buches Ins Leere gelaufen und Jurist und spricht in dem Podcast über persönliche Themen, unter anderem seine Depression. Aber auch andere Themen und Beiträge werden kommen, schreibt er. Lassen wir uns überraschen. Ich habe da hineingehört in diese erste Episode und seit langer Zeit war es mal wieder so ein Moment, wo ich denke, wow, da spricht jemand und also sehr persönliche Worte. Also ich will jetzt das nicht irgendwie in Vergleich setzen zu was Maike macht. Ne? Also das ist einfach, Maike versucht uns die Schönheit des Hafens oder die Vielfalt des Hafens beizubringen, nahezubringen. Das ist ihr heißes Anliegen, aber der Podcast von Byung-Jin Park, wenn er von eigenen
von seiner eigenen Wertung sozusagen spricht und seinen Problemen, die er damit hat, das ist nochmal eine ganz andere Kategorie. Oder was heißt nochmal? Es ist eine andere Kategorie. Und ich war beim Hören dieser, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Es hat mich einfach, es hat mich vom Tempo her angesprochen. Ich gucke in letzter Zeit relativ viel YouTube und da ist eine unglaubliche Geschwindigkeit in der Sprache drin. Und ich merke auch, dass wenn ich so Podcasts oder was Texte lese oder so, dass ich auch zu hohen Geschwindigkeit neige. Und der Byung-Jin Park macht genau das Gegenteil. Der spricht ganz, ganz ruhig und langsam. Und er hat mich so ein bisschen, das war wie so ein Moment des Durchatmens. Ich habe ihm zugehört und bin selber zur Ruhe gekommen. Auf eine ganz magische Art und Weise. Also ich mochte das gerade sehr, diese erste Episode. Achtsamkeit heißt sie dann auch sinnvollerweise. Und ich glaube, er hat da wirklich nicht nur drüber gesprochen, sondern er hat mir zumindest auch einen schönen Einblick in das Thema Achtsamkeit gegeben. Deshalb möchte ich ihn hier einfach auch gerne vorstellen. Also selbst gehört, selbst reingeschmeckt, selbst gespürt. Und der Herr Panda-Bär macht auch einen sehr sympathischen Eindruck. Der kann auch mal lachen. Also Depression ist nicht immer nur traurig, da kann man auch mal drüber lachen. Er hat inzwischen auch noch, wahrscheinlich weil er ein Buch geschrieben hat, ne, das geht ja, zieht er dann so Kreise. Maike wird das auch noch berichten können irgendwann. Er ist vom Deutschlandfunk interviewt worden, hat er in dem Beitrag, ich glaube nicht, wie heißt das dann? Wie heißt die Sendung? Weiß ich jetzt nicht genau. Müsste in den Deep, irgendwas mit Deep. Oh je, Entschuldigung, ich habe es vergessen. Moment, ich mach mal den Link auf. Wir sind ja im Sendegarten, ne? Da darf das ja alles ein bisschen. Wie ist denn der? Ach nee, das ist nur der Text. Wo war denn die Sendung? Na egal. Ich gebe euch sozusagen in den Shownotes den ersten Hinweis und dann könnt ihr da noch gucken. Aber das ist eben nicht sein Podcast. Er hat da nur drüber erzählt im Gespräch mit einem Redakteur. Und glaube ich, er war auch Frankfurter Allgemeine. Also im Moment geht er ziemlich rum. Ja, Maike, mach dich schon mal gefasst, was passiert. Ja, so ein paar Vorboten kommen. Siehste, es kommt. Sehr schön. Ist ja auch gut. Also wenn Menschen was machen, was für andere von Wert ist, dann soll das ja auch seinen Weg gehen. Ist doch total schön. Sehr schön. Gut, das war also pandastisch und wir sollen noch immer schön pandastisch bleiben. Ist auch ein schönes Motto so. Damit endet quasi diese Episode und auch viele seiner sonstigen Beiträge, glaube ich, enden immer mit und immer schön pandastisch bleiben, was immer das sein mag. So, zweiter Setzling. Das ist eine Sache, die mir zugetragen wurde, sozusagen mit dem Zaunpfahl. Ne? Jemand folgt mir neuerdings und es ist ein Account eines Podcasts. Aha, okay, Nachtigall, ich höre dir Trapsen, ja, ich soll das wahrnehmen, deswegen folgt er mir jetzt. Habe ich natürlich auch gemacht, mal reingeguckt, weil ich bin ja neugierig und dann denke ich, hä, die Stimmen kenne ich doch, aber die kenne ich doch unter einem ganz anderen Titel. Und wir waren ja heute ganz viel in Hamburg und es ist auch ein Podcast aus Hamburg. Wer schon länger in der Podcast-Welt unterwegs ist, wird vielleicht den Podcast Baumwollsocken-Philosophie kennen. Das waren ja Franzi und Patrick, die haben sich damals in ihrer Zweisamkeit zusammengehockt und über alle möglichen Themen gesprochen, die ihnen gerade so durch den Sinn kamen. Und das Schönste, nein, nicht das Schönste, aber schön war, dass diese Episoden immer mit einem bisschen Atmosphäre aus Hamburg geendet haben. Dann war irgendwie prasselnder Regen auf dem Parkett oder irgendwie Tuten im Hafen oder sonst irgendwas. Also so ein bisschen Stimmung aus Hamburg, damit endete das immer. Fand ich total niedlich. Irgendwann ist das aber eingeschlafen und die haben nicht weitergemacht. Und jetzt gibt es einen neuen Podcast von den beiden und der heißt Schön war's. Wo man dann denkt, hey, Moment mal, ihr seid doch noch mitten im Leben, ihr könnt doch jetzt nicht einfach abschließen damit, aber es geht so ein bisschen auch um Kindheitserinnerungen. Im Klappentext heißt es hier, wir sind Franzi und Patrick und präsentieren euch mit dem Schön-Wars-Podcast die großen, kleinen, vergangenen oder wiederbelebten Dinge oder Situationen des Lebens, die einfach schön waren. Und in der ersten Episode geht es zum Beispiel um Eis.
Also Franzi sagt, dass sie Schlumpfeis am liebsten gegessen hat und alles, was nach Kaugummi geschmeckt hat. Also ich weiß, die trifft damit sicherlich nicht jedermanns Geschmack, aber naja, es war spannend zuzuhören. Sie haben einen kleinen Trailer von 1:15 und den konnte ich auch downloaden und deswegen können wir uns den auch anhören. Hallo und einen wunderschönen guten, welche Tageszeit bei euch auch gerade ist. Wir sind Franzi und Patrick und heißen euch hiermit herzlich willkommen zu Schönbars, dem Podcast für die großen, kleinen, vergangenen oder wiederbelebten Dinge oder Situationen des Lebens, die einfach, ja, schön waren. Egal ob vergessene Lieblingssüßigkeiten, geliebte Kindheitsrituale oder diverse erste Male, die wieder erwarten, dann doch besser waren als gedacht. Wir durchforsten mit euch alle Bereiche des Lebens und lassen Erinnerungen wieder aufleben, in denen es uns einfach gut ging. Und ja, das kann zum Beispiel auch die erste Kugel der neuen All-Time-Favorite-Eissorte sein, die wir erst letzte Woche entdeckt haben. Also keine Sorge, hier ist nichts mit früher war alles besser. Hier ist auch heute ist geil. Denn wir sind die Podcast-Perlentaucher und zaubern mit euch genau die Momente wieder in die Oberfläche, die was waren. Ganz genau. Schön. In diesem Sinne, wir freuen uns auf euch und wünschen viel Spaß mit Schön war's. Oh, jetzt habe ich in den Abspann reingemäht. Aber okay, das ist ja vielleicht so gedacht. Es klingt so ein bisschen nach Schallplatte und vielleicht ist das ja auch nicht ganz ohne Grund so. Ja, Podcast-Perlentaucher. Nicht schlecht. Den Begriff Perlentaucher gab es ja sogar schon mal. Aber einfach mal zu schauen, was es da in der Vergangenheit so gegeben hat. Ich mag den beiden gerne zuhören und ich muss natürlich bei Patrick muss ich mich entschuldigen. Sein Name wird Patrick ausgesprochen und ich habe Patrick daraus gemacht. Tut mir leid. Also schön war's und die URL ist schoen, also mit schön, mit ohne Umlaut geschrieben, mit OE geschrieben, schön war's, alles zusammen, -podcast.de. Da findet ihr das Angebot von Franzi und Patrick, das Neue. So, und dann wurde uns heute noch reingereicht, als ich die Maren angekündigt habe, hat der Herr aus Husum, der gerade schon mal vorhin Thema war, also die der Herr von dem Paar aus der Casa Chasa, hat gesagt, oh, wenn das so ist, dann muss ich doch gleich nochmal ein Setzling reinreichen und hat das auch getan. Also der Dr. Supernudeljörn, wie er sich neuerdings nennt, großartiger Titel, hat auf einen Podcast aufmerksam gemacht, der heißt Day X oder Day X, müsste es ja heißen, weil das ein englischsprachiges Format ist. Und zwar lese ich mal vor, was Jörn geschrieben hat. Ich möchte gleich auf einen Hörerinnen-Setzling empfehlen. In Day X beleuchtet die New York Times das rechte Netzwerk in Polizei und Bundeswehr um Franco A., sein deutscher Ex-Soldat, der sich als Flüchtling ausgab. Ja, unter Franco A., also dieses Thema rechte Netzwerke, Militär, das ist ja schon länger in der Wahrnehmung sozusagen und da gibt es eben jetzt einige Aufarbeitungen und das Interessante ist, dass sich ein großes Medienhaus wie die New York Times sich dieser deutschen Geschichte annimmt und schaut quasi von außen drauf auf das, was hier in Deutschland da passiert ist und wie wir damit umgehen. Und es gibt vielleicht nochmal einen sehr interessanten Blick darauf, wie das eben von außen wahrgenommen wird. Ich habe den Klappentext hier, den habe ich mir aber mal durch Google Translate gejagt, damit ich vielleicht mit meinem Englisch so rumstümpern muss und lese mal vor, was Google da ausgespuckt hat. Also das Ding heißt dann Day X oder eben Tag X. Diese Geschichte begann mit einer mysteriösen Waffe in einem Badezimmer des Flughafens und führte dazu, dass ein deutscher Militäroffizier wegen Terrorismus vor Gericht gestellt wurde. Es ist eine Geschichte über nationale Identität und Abrechnung, die Geschichte Deutschlands selbst widerspiegelt. Und Jahre später entfaltet es sich immer noch. Was eine Frage aufwirft, mit der Demokratien auf der ganzen Welt aufwachen. Was passiert, wenn die Bedrohung von innen kommt? Alle Folgen von Tag X finden Sie unter und dann nytimes.com/dayx. Das ist die URL. Es gibt auch eine URL day-x.simplecast.com und den Rest könnt ihr alles in den Shownotes nachlesen. Also, wenn diese Geschichte mit Franco A. schon länger interessiert, jetzt gibt es eben quasi den Spiegel von außen da drauf und es könnte eine sehr interessante
Wahrnehmung sein. Darauf hingewiesen von Jörn und dem danken wir ganz herzlich für den Hinweis. So, das waren unsere drei Setzlinge und dann kommen wir in die Schlussrunde zu den Blütenschätzen. Noch ist die Liste hier recht kurz, aber ich frage einfach mal optimistisch in die Runde. Sebastian, hast du einen Setzling? Mir ist gerade einer eingefallen. Ich muss, da ich das jetzt nicht vorbereitet habe, aber mal gerade reingucken. Vielleicht mag Vera erstmal, dann habe ich es sicherlich gleich parat. Gute Übergabe, sehr gut. Vera, hast du einen Setzling? Du kannst auch Mut haben, du weißt, mein, ne? Blütenschatz, meinst du? Ach ja, Entschuldigung, danke. Blub. Ja, der Blütenschatz war letzte Woche, hatte ich Geburtstag und uns wurde, also mir und meiner Zwillingsschwester, eine 2D-Welt gepixelt von Jan. Dankeschön nochmal. Und das war mein Blütenschatz, dass extra jemand so eine 2D-Welt wie beim RC3 extra für uns gepixelt hat, damit wir virtuell Geburtstag feiern können. Wie schön. Das genau. Ist aber total schön. Ne? Was war denn da drauf? Also ein großes Bällebad natürlich, war zu sehen. Und ein großes Buffet, das darf man natürlich auch nicht fehlen, und ein großer Geschenketisch und Separés, wo man sich noch zurückziehen konnte, genau. Ach so, also, das war dem Jan dann auch wichtig, okay. Mhm. Genau, also wo man dann noch irgendwie, das klingt jetzt irgendwie alles ganz falsch, es war nett. Es bitte, war bitte, schön. Bitte? Ja, nix. Lass uns ruhig teilhaben. Nee, genau. Ja, also nee, war schön. Das ist aber echt wirklich schön. Ein schönes Geschenk, ein schönes virtuelles Geschenk. Genau. Ja. Muss man nie abstauben. Und dann haben wir auch mit allen Leuten dann zusammen Geschenke ausgepackt und ja. Dann großartig. Ich fand's gut, was man dann halt so machen kann. Virtuell zum 40. Naja. Ein Runde, wie schön. Jawohl. Ja. Ja. Ich habe dir schon gratuliert, also ich mach das hier nochmal. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ja, von mir auch nochmal. Glückwunsch nachträglich, ja. Guck mal, boah, wir feiern hier. Und natürlich an deine Schwester auch, genau. Die wollen wir ja nicht unter den Tisch fallen lassen. Ja. 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 Ihr seht euch ja so ähnlich, da kann man euch ja für Zwillinge halten. Ja, Mensch. Okay, ich habe den Sebastian gerade tippen hören. Ja. Hast du dich erinnert? Ja, ich habe es rausgesucht. Das ist die Rindfolge 1231, Arbeiten im Impfzentrum. Jetzt sag nicht, du hast den auch, ich habe jetzt nämlich guck nicht nachgeguckt. Guck mal, was bei mir steht. Also, okay. Guck mal, was bei mir steht auf meiner Karte. Guck mal, was da steht. Als wenn ich es kopiert hätte, ja, dann können wir ja zusammen machen. Jetzt dachte ich wäre originell und dann... Fast. Nein, wir sind die Spitze, wir sind die originellen Spitze. Wir beide. Ja, dann haben wir einen gemeinsamen. Ja, genau. Also Rindfolge, was hatte ich gesagt, 1231, Arbeiten im Impfzentrum mit Gabriel Joran, den Holgi dort interviewt. Und ja, also ich weiß nicht, das mal von innen gehört zu haben, wie es da zumindest in Berlin in einem Impfzentrum quasi vom angeheuert werden bis dann auch dort zu arbeiten, so aus dieser Innenansicht, das fand ich sehr spannend und hat doch Mut gemacht, dass es doch gar nicht alles so schlimm ist, wie es von außen und auch in den Medien dann auch immer so wahrgenommen oder berichtet wird, zumindest, dass dort eigentlich alles doch runder läuft, als man das ja so wahrnimmt. Ne? Ja. Ich fand es auch großartig. Also erstens ist er ein wunderbarer Erzähler, er kann das total schön und auch in Ruhe erzählen, auch ganz ohne Effekthascherei oder so. Ist jetzt nicht so, ich bin der Held, ich habe im Impfzentrum gearbeitet, sondern ganz im Gegenteil, eher demütig. Bewundernd, wie Rotes Kreuz und Bundeswehr da gemeinsam versucht haben, aus dem Nix einen laufenden Prozess zu entwickeln, mit ständigen Optimierungen, von denen er sprach, und wo sie, wie war das, am ersten Tag hatten sie 200 Impflinge,
am 2. 400 und alle haben gelacht, mein Gott, große Stadt, 400 Impflinge, aber dass das eine Verdoppelung war zum Tag davor und dass am nächsten Tag dann 800 kamen und wieder eine Verdoppelung, das wurde nicht wahrgenommen sozusagen und das war ihm wichtig. Er hat das gesehen und hat gemerkt auch, weil er selber da eben in dem System drin war, wie sich dann die Dinge gefügt haben und wie man eben auch den Menschen ihre Ängste nehmen kann, die da zum ersten Mal drin sind. Und die Organisation, die Organisatorin vom Roten Kreuz, die hat sich, so hat ich ihn verstanden, gezielt Leute aus der Veranstaltungsbranche gesucht, weil erstens die leider ja im Moment wenig zu tun haben und andererseits aber mit dem Management großer Menschenmengen ja eigentlich vertraut sind. Und er meinte, das hätten sie wohl sehr gut gemacht und genau die richtigen Leute gefunden. Und wohl ziemlich viele aus der Berliner Techno-Welt sind da irgendwie als Impfhelfer unterwegs gewesen. Das war so ein Happening für die Beteiligten da. Ganz anders eben. Wir kennen die ganzen negativen Berichte, dass es hier nicht funktioniert und da nicht und da gibt es keine Versorgung und hier wird irgendwie was weggeschüttet, was man doch eigentlich an den Menschen hätte geben können und so weiter. Und er hat das alles ziemlich bodenständig erklärt und ich fand das auch großartig, wie er das gemacht hat. Also ich verstehe, dass das ein Blütenschatz ist, Sebastian. Verstehe ich sehr gut. Ja. Gut. Ein wichtiges Thema, was uns ja auch immer noch begleiten wird eine Weile. Ich hoffe, dass die auch noch aufbleiben, also dass die jetzt nicht so schnell wieder abgebaut werden, weil das ja doch noch ein zentraler Bestandteil sein kann. Ich bin da immer ein bisschen irritiert, wenn da gleich schon wieder von Schließungen die Rede ist, weil ich glaube, dass sie noch wichtig sein könnten, aber ja, meine Einzelmeinung. Ja, denke ich aber auch, also doch lieber jetzt schnell und mit viel Manpower quasi impfen, als das jetzt alles auf den Arztpraxen wieder abzuladen, ÄrztInnenpraxen. Ja, da ist der richtige Weg schwer zu finden. Also ich habe auch die Befürchtung, ich habe jetzt endlich eine Impfberechtigung, habe jetzt so einen Zettel, wo ich sagen kann, und jetzt kriege ich keinen Termin, weder in der Hausarztpraxis noch im Impfzentrum, lustigerweise. Aber es wird über Prämien diskutiert, das kriege ich irgendwie nicht in meine Birne. Also wo soll ich mir denn eine Prämie abholen, wenn ich keinen Termin kriege? Also das passt alles nicht zusammen. Aber was weiß ich, ich bin ja in meinem Froschloch und habe keine Ahnung von den großen Zusammenhängen. Da will ich mal meine Klappe nicht so weit aufreißen, aber ich bin jetzt tatsächlich ein bisschen irritiert. So. Entweder funktioniert es oder funktioniert es nicht. Und lustigerweise in meinem Impfzentrum, ich kann mir einen Ersttermin noch wählen für meine Erstimpfung, aber dann gibt es halt für den Zweittermin gibt es keine Termine und man kann nur dann die Buchung abschließen, wenn man für beide Termine was angeben kann. Aber ich kann mir aus dem Zweittermin kann ich mir nichts auswählen. Also ich werde einfach technisch hängen gelassen. Geht nicht. Und ohne Erklärung auch. Also ich verstehe nicht, warum. Naja, ich will jetzt nicht, ihr müsst mir nicht mein Einzelschicksal anhören, genau. Ja, hoffen wir, dass wir das irgendwie in den Griff kriegen. Irgendwann wird es ja vielleicht auch mal klappen. Du bist nicht so optimistisch. Ich will das aber jetzt bitte sein, damit wir hier optimistisch rausgehen. Also ich bin optimistisch, nur ich bin verwundert, dass es so unorganisiert alles ist und so viele Fehler passieren. Und gerade wo sich die Deutschen immer so als Organisationstalente und sowas betiteln und es einfach nur alles schief läuft. Und es könnte halt so gut laufen alles. Aber naja, es wird alles werden, genau. Da bin ich doch eigentlich ganz zuversichtlich, aber naja. Das Gute im Schlechten, um quasi mit Maikes Gedanken anzuknüpfen, ist ja, dass uns da mal so ein Spiegel vorgehalten wird. Mhm, also wir haben vielleicht doch ein bisschen die Nase zu hoch genommen insgesamt. Also wir ruhen uns immer eigentlich bei fast allen Sachen, ruhen sich alle, also ich sage jetzt einfach wir, auf den alten Erfolgen aus irgendwie. Ja. So, wir sind ja pünktlich und wir sind ja, und es stimmt aber alles gar nicht mehr. Das war mal und wir sind ja so fortschrittlich und wir sind auf Platz 1 von irgendwas und nee, wir wurden schon längst überall überholt. Ja. Naja, aber
Ja, wenn das wenigstens übrig bleiben würde, ne, dass man sagt, okay, wir bekommen hier mal so eine klare Einordnung. Also so die Ingenieurlandschaft sind wir dann doch nicht mehr. Nee, gar nicht mehr. Ja. Also es ist einfach alles sehr, ja, wir ruhen uns oft aus auf Sachen, wo wir mal erfolgreich waren. Ich sage jetzt wirklich einfach wir als Ganzes. Ne? So. Ich verstehe dieses Wir, ja, mit aller gedanklichen Vorsicht natürlich. Genau. Was immer da drin steckt. Mhm. Wir und alle. Mhm. Sebastian, kannst du noch was sagen? Ja, im Chat wird auch gerade nochmal darauf hingewiesen, ja, das Große und Ganze ist halt dieses Unorganisierte. Ne? Wir hatten ja eben schon dieses im Kleinteiligen, wie jetzt in einem einzelnen Impfzentrum, da sind wir schon wieder sehr gut aufgestellt und so weiter. Aber ne, wenn dann halt kein Impfstoff kommt oder halt auch die Politik Dinge beschließt, die halt es etwas chaotisch machen. Oder genau, auch, das meinte ich. Die kleinen Rädchen im Getriebe, die tun ihr Bestes und dann, je größer die Rädchen werden, desto unorganisierter wird's. Ja. Ja, es wird auch wahrscheinlich dann immer schwieriger, sich überhaupt ein tatsächliches Bild zu verschaffen. Also ich habe so überlegt, also meine Erfahrung jetzt, ne, ich bin impfberechtigt, aber ich kriege keinen Termin. Wie kommt so eine Information beim Gesundheitsminister an? Wahrscheinlich überhaupt nie. Für den sind das ja alles, ich lese immer nur, ja, 10% sind jetzt schon zum zweiten Mal geimpft, 30% sind zum ersten Mal geimpft, sogar in Nordrhein-Westfalen 40%, wir sind toll. Aber die Wirklichkeit sieht anders aus. Aber diejenigen, die das entscheiden, die kriegen wahrscheinlich ganz andere Rückmeldungen irgendwie. Also dazwischen in dieser ganzen Informationskette, da scheint es vielleicht irgendwie von, ist doch nicht so gut zu, wir sind die Besten, sich umzustellen. Irgendwie, ich kann, also wenn ich diese Tweets lese, wie heute wieder, dann juckt es mir echt in den Fingern, da mit schäbigen Worten drauf zu antworten. Ich verkneife es mir, um die Stimmung nicht zu ruinieren. Aber irgendwie, ich kann das noch nicht jubeln. Ich finde 40% ist jetzt auch noch nicht so, ja, wir haben es im Sack. Ja. Nein, das ist noch lange nicht im Sack. In NRW kann man sich nicht so irgendwie, gibt es keine Kontingente, wo man sich so Termine klicken kann oder sowas wie in Schleswig-Holstein, oder? Habe ich mich auch angemeldet. Bin jetzt Resterampe. Mhm. Okay. Hab schon gesagt, das fühlt sich an wie den Sportunterricht vor 40 Jahren. Nee, weil heute haben wir uns auch zusammengetan und haben für einen aus Schleswig-Holstein versucht. Da haben wir uns alle in so eine Warteschlange angestellt. Und dann habe ich tatsächlich auch noch für jemanden einen Termin geklickt. Deswegen, sonst, wenn es das in NRW auch gäbe, hätte ich gesagt, wir treffen uns mal zum großen Terminklick-Happening und stellen uns alle virtuell in eine Warteschlange an. Das geht da irgendwie anders. Also man kommt da auf so eine, also die schreiben extra, ach deswegen haben die zum Beispiel extra reingeschrieben, es reicht eine einmalige Registrierung. Man soll sich jetzt nicht 10-mal registrieren oder so. Na gut. Ja, also ich stehe da jetzt irgendwie auf eine Liste und wenn da wohl Restimpfstoff übrig ist, dann kann ich innerhalb, ich gehe mal davon aus, die würden dann anrufen und ich muss dann innerhalb einer Stunde am Impfzentrum sein. Das schaffe ich auch, also so ist das hier wohl geregelt. Und wenn vor mir Leute sind, die uns, sie sagen, wir sortieren noch nach Dringlichkeit, so. So ein bisschen wie das unser Gast vom Roten Kreuz sagte, ne? Hilfe da, wo die Not am größten ist. Dann stelle ich mich auch gerne hinten an. Also wenn da noch jemand berechtigter ist als ich, gerne. Also ich habe natürlich den Kopf unterm Arm und ich kann auch noch 3 Wochen Homeoffice machen, ohne dass mir irgendwie Schaden passiert oder so. Ich bin nicht wie Maike darauf angewiesen, dass ich Gäste empfange. Also gerne. Nur ich verstehe nicht, warum wir jetzt über Prämien und Anreizsysteme reden und wenn noch nicht mal diejenigen, die wollen, nicht so weit kommen. Also das, endlich mal der Problematik voraus sein, ist ja schön, aber vielleicht sollte man auch die Realität erstmal beachten. Also da. Aber wie gesagt, ich Froschloch und keine Ahnung vom großen Ganzen, will mich da nicht aus dem Fenster lehnen. Ich bin halt nur verwundert als Mitbürger hier. Allerdings, naja. Ich drücke dir die Daumen, dass es jetzt schnell geht. Übrigens, ich habe, blöd wie ich bin, habe ich das heute Nachmittag getwittert
Und prompt bekam ich in den per DM Angebote, in welchen Städten ich jetzt mich dann noch irgendwie impfen lassen könnte. Das ist total lieb gemeint, aber das meine ich nicht. Ich möchte einfach das Angebot nehmen, was ich hier, was regulär hier für mich vorgesehen ist. Also entweder mein Hausarzt oder mein Impfzentrum oder meinetwegen auch mein Betriebsarzt. Also einer der drei Stellen sollte doch bitte erfüllen können, was uns seit Monaten versprochen wird. Ich muss dann nicht durch die halbe Republik fahren dafür oder noch woanders hin. Das möchte ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ja. Da bin ich in der luxuriösen Situation, gebe ich ja gerne zu. Das stimmt. Wie sind wir denn jetzt auf Impfen gekommen? Ach so, über das Impfzentrum, genau. Ja, genau. Ja, war irgendwie naheliegend, natürlich, klar. So, jetzt frage ich nochmal die Maike, ob sie denn vielleicht einen Blütenschatz hat. Ich meine, ich hätte ja einen für sie, aber vielleicht hast du ja noch einen anderen. Ja, ich habe natürlich eben auch die ganze Zeit jetzt überlegt, was sage ich da jetzt am liebsten zu? Und natürlich habe ich im Moment einfach immer nur mein Buch im Kopf, so, weil das nun gerade so frisch ist und alles gerade ganz spannend. Und als ihr gerade da über die Impfzentren geredet habt, habe ich auch gedacht, Mensch, ja, hier bei mir, die meisten Kollegen sind tatsächlich auch im Impfzentrum tätig. Auch die gesamte Hamburger Eventbranche jeglicher Couleur findet sich da wieder. Und wir sprechen da, oder ich spreche mit den Kollegen, die dort tätig sind auch, und da kippt die Stimmung gerade so ein bisschen rum, dass die Leute ungeduldiger werden, wo es am Anfang noch so ganz viel positive Energie war. Und ja, man kann wirklich nur hoffen, dass es jetzt bald wieder losgeht und wir da weitermachen können, aber natürlich trotzdem irgendwie diese Impfzentren da ihren Job auch noch weitermachen können, um so viele wie möglich da noch unterzukriegen und einfach, ja, bald uns allen wieder ein tolles, freieres Leben zu ermöglichen. Mir ist jetzt so ad hoc kein Ding eingefallen als Blütenschatz, wo ich sagen kann, das möchte ich hier nochmal nach vorne bringen. Insofern bleibt mir nur nochmal der Hinweis, wer gerne liest, der ist sicher mit meinem Buch gut aufgehoben, mit Meine große Freiheit. Und da gibt es viel mehr noch als im Podcast, weil es da die ganzen kleinen Hintergrundepisoden gibt und so dieses, wie fühlt man sich eigentlich, wenn man in so einem G20-Ding plötzlich mittendrin hängt und da irgendwelche Scharfschützen auf dem Dach stehen oder so und man da eine Hafentour moderieren soll oder wie bin ich eigentlich durch diese ganzen verrückten Situationen im Hafen da von A nach B gekommen, und vielleicht gibt es irgendwann auch noch eine Fortsetzung, mal gucken. Das wäre so mein Teil, den ich im Moment ad hoc gerade beisteuern kann. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald an der Hafenkante irgendwo. Ja, also gerne. Also ich steige da bestimmt gerne ein. Also auf jeden Fall. Ja, ich könnte mir vorstellen, wir könnten da ein schönes Event draus machen. Bitte. Genau, Vera. Ich habe schon im Kopf ein bisschen eskaliert mal wieder. Also ich habe schon, wen mal alles an podcastenden Menschen noch mit und dass Leute, also ich sehe schon viele Leute aus ganz Deutschland nach Hamburg reisen für ein Wochenende. Und dann machen wir eine Podcast-Hafentour. Genau, dass wir dann mal eine Podcast-Hafen-Rundfahrt machen und uns dann da mal für einen Tag einmieten bei dir. Wie viele müssen da zusammenkommen, dass ich das genau. Ich habe schon Touren für eine Person gemacht. Das ist am Ende eine Preisfrage. Wie ist denn die Obergrenze? Es macht Sinn, sage ich mal, mit zwischen 30 und 50 ist so die Größenordnung, wo man das schon ganz gut hinkriegt. Ja. Mehr geht immer. Wir können auch größere Schiffe nehmen. Das gucken wir dann wieder so. Nee, ich bin da schon wirklich am Hin und Her überlegen, wer wie und was man dann noch machen könnte, das Wochenende und ja. Aber Elfano kommt mir nicht an Bord, das ist mir zu gefährlich. Ja, Elfano wäre zu gefährlich. Elfano hat auch immer einen Feuerlöscher dabei. Ja, trotzdem. Das ist eine Riesenpfanne, so ein Meter Durchmesser, so eine Pfanne, die bei Potsdok bei diesem Podcaster-Treffen dann gerne mal benutzt wird. Ah, okay. Oder auch. Fritteusen genau, und was weiß ich, also Sachen, wo dann das machen wir lieber an Land denn. Nee, ja, würde ich auch vorschlagen. Aber lustigerweise ist ja gar nicht, also ich der Heimathafen von Elbphanow ist ja nun auch von einer Barkasse aus in Hamburg gut zu erreichen. Ne, oder? Stimmt, ist das nicht da oben? Wilhelmshaven, ja. Ach, das ist Wilhelmshaven. Oh Gott, genau. Oh Gott. Das bringe ich aber alles. Mit der Barkasse vielleicht nicht ganz so gut. Das dauert ein bisschen lange, dahin zu schimmern. Oh Gott.
Nee, als ich mit meiner Finger auf der Landkarte, also hier, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe da Google Maps aufgemacht und bin dann mitgefahren und dann waren da so U-Boot-Bunker. Und dann habe ich gedacht, ach, das ist ja da, wo Dingenskirchen ist. Aber dass der U-Boot-Bunker in Wilhelmshaven, also dass der U-Boot-Bunker in Wilhelmshaven, ja, da habe ich falsch geschaltet. Naja. Na gut, dass wir das auch noch aufklären konnten. Dann habe ich ja heute auch noch was gelernt. Super. Nein, ich habe eine Menge gelernt. Vor allen Dingen habe ich was von Maike gelernt. Nämlich den Träumen zu folgen und sich nicht klein machen lassen. Und wenn man was ausprobiert und überlegt, ob es für 20 reicht, dann ruhig mal mit 150 probieren. Warum denn nicht? Ja. Das kann ja nicht schief gehen. Das ist einfach diese Idee. Ich finde das so großartig, dann den Mut zu haben. Ja, machen wir. Mal gucken, was passiert. Ein Bus? Ja, ein Bus kann jeder. Wir nehmen drei. Ja, das ist einfach so gut. Ja, das ist so die Eskalation, die die das Bootstreffen dann auch haben wird. Und natürlich ist schön für dich und ich freue mich für dich, dass die Idee dann einfach so aufgegangen ist und hoffentlich auch weiterhin trägt und scheint ja. Vielen lieben Dank. Scheint ja so zu sein. Also für die Zukunft alles, alles Gute an der Stelle von meiner Seite. Ich denke, die anderen schließen sich an, oder? Ja, auf jeden Fall. Ganz lieben Dank euch. Hat riesen Spaß gemacht, hier bei euch zu sein und mal live so eine für mich riesengroße Folge mitzumachen, weil wie gesagt, meine Folgen sind so 15 bis 20 Minuten und mein Zeitzähler geht jetzt hier so gerade auf die 3 Stunden zu. Das ist schon großartig gewesen. Das ging so schnell. Also klasse. Hat wirklich schön. Spaß gemacht. Schön, schön. Das grinse ich und freue mich, dass du quasi hier von unserem Board runtergehst und diese Freude halt da ist. Dankeschön. Ja, also wie gesagt, ich danke dir auch ganz herzlich, dass du so kurzfristig uns mitgemacht hast und naja, einfach super, schöne Geschichte, alles Gute weiterhin. Und wo ich gerade beim Danken bin, da möchte ich natürlich auch danken der Vera, die heute hier gewesen ist. Vielen Dank für dein Mittun hier. Bitte, gern. Danke bitte dir wie? Auch. Bitte gern. Danke bitte dir. Bitte gern. Jetzt habe ich dich verstanden. Sehr gut. Und natürlich auch ganz herzlichen Dank an den Sebastian. Dankeschön. Ja, auch immer wieder gerne. Super. Ja, wir denken ganz heftig an den Lars, der gerade wahrscheinlich in Umzugskisten irgendwie untergeht. Er hat uns ja erzählt, dass er da dieses neue Haus bezieht und morgen ist der große Tag. Das wird noch alles sehr, sehr stressig. Also ja, alles der Gute. Hat, ja. Der hat genug zu tun im Moment. Und also nicht nur er, sondern auch Menschen seiner näheren Umgebung haben reichlich zu tun. Möge das auch alles gut hinter ihm liegen und die nächste Ausgabe dann wahrscheinlich schon von einem neuen Arbeitsplatz passieren. Warten wir es ab, ob da alles gut geht. Hoffentlich. Wir drücken von hier aus die Daumen. Und natürlich auch der Claudia bei ihren, was auch immer diese Abendseminare da für ein Thema haben. Möge es nicht zu unangenehm sein und dir auch reichlich bescheren von dem, was du dir gewünscht hast, was es dir bescheren soll. So. Und wir danken natürlich auch allen Menschen, die hier im Chat dabei gewesen sind und auch sonst an den Kopfhörern dabei gewesen sind. Hier heute haben wir unsere kleine Live-Aufzeichnung. Vielen Dank für eure treue Bereitschaft, uns immer wieder hier auf unserer Spurensuche, was bedeutet Podcast für die einen oder den anderen zu begleiten. Und natürlich ganz großes Dank an die Konservenhörenden, also die Podcast eben so genießen, wie es eigentlich gedacht ist als Begleitmedium, die sich nicht hier an einer speziellen Minute hinsetzen müssen, sondern es einfach dann benutzen, wann sie es brauchen, wo immer sie es brauchen, zeitsouverän, themensouverän, geschwindigkeitssouverän, was auch immer. Macht damit, was ihr wollt. Hauptsache, es gefällt euch. Und damit gehen wir jetzt in die Nacht. Danken nochmal der Crew, die hier heute hier im Sendegarten war, ganz besonders der Tourchefin sozusagen, die uns das Thema mitgebracht hat, der Maike. Und damit gehen wir in die Nacht. Alles Gute für euch. Tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss. Gute Nacht.